Hey, du. Ja, genau du. Ich bin Mora. Und wenn du willst, nehme ich dich mit auf meine Reise durch die Rabenmark. Aber Vorsicht. Da drüben herrscht ein rauer Ton. Wenn es dir zu heiß wird, mach eine Pause. Die Mitreisenden spielen dir vielleicht etwas vor. Deshalb nimm, was sie sagen, nicht für bare Münze. Aber vielleicht willst du uns ja trotzdem begleiten. Wir sehen uns auf der anderen Seite. So, huhu, hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute wieder die Splitterdämmerung, die Träume von Tod heißt das Abenteuer. Und ja, schön, dass ihr da seid und uns wieder so fleißig unterstützt, so wie der Tengil hier mit seinem Prime Gaming Sub. 4 Monate schon. Sehr schön, finde ich gut. Ja. Heute mit dabei sind wir, heute sind wir wieder vollzählig. Wir haben heute wieder Mora dabei, die Schmugglerin, gespielt von Sierra. Hallo, schönen guten Abend. Und Elena, die Amazone, gespielt von Elanor. Guten Abend, Rondra zum Gruße. Und natürlich auch unseren Pereine-Novizen Osko, gespielt von Kakko. Pereine zum Gruße, meine Freunde. Und dann haben wir den Marot, der spielt Jandrik, den Golgariten. Hallo, hallo. Last but not least haben wir auch wieder Ozzy, frisch aus dem Urlaub. Der spielt Astanio, den Weißmagier. Buongiorno. Sehr gut. Warst im Horasreich, ja? Sozusagen, ja. Ja. War schön. Ja, wenn ihr bei uns auf Discord im Koala-Baum wart, konntet ihr einige Impressionen von Ozzys Urlaub sehen. Das sah alles sehr, sehr gut aus. Ja. Wir spielen die Splitterdämmerung Träume von Tod. Wir spielen das mit einem im sogenannten Freeplay. Wir haben so ein Minisystem, auf das wir so gut wie nie zurückgreifen. Also falls ihr hier großartige DSA-Regelzeugs erwartet, dann seid ihr hier nicht richtig. So, tut mir leid. Aber wir haben eine schöne aventurische Geschichte zu erzählen, die in der Rabenmark spielt. Hier ist eine Karte der Rabenmark. Wir befinden uns in der kleinen Stadt Geisfeld. Hier findet ihr etwas weiter im Westen. Die gestrichelte Linie links ist der Todeswall, den die HeldInnen schon überwunden haben. Dass die kleine Stadt Geisfeld ist beim letzten Mal vom Heer des Mittelreichs angegriffen worden, das heißt beziehungsweise belagert worden. Und es kam zu Verhandlungen. Und eigentlich sind die Geisfelder, da die Drachengarde, die die Stadt beschützt, abgezogen sind einen Abend vorher.
merkwürdigerweise. Schutzlos. Und eigentlich haben sie nichts dem Herr entgegenzusetzen und deswegen haben sie sich auch relativ einfach ergeben, verhandeln aber immer noch über den Status, den Geisfeld nach der Übernahme der Mittelreiche einnehmen soll. Verzeihung. Und hier kommen jetzt Jandrik und Astanio ins Spiel, denn Astanio hatte der Bürgermeisterin beim vorletzten Mal versprochen, im Falle eines Prozesses sie zu verteidigen. Und beim letzten Mal ist Jandriks Schwertgeselle im Golgariden-Orden, sein Freund Elurion, auf die Idee gekommen, wenn wir das der Armee als vernünftigen Prozess verkaufen wollen gegen eine Bombardianerin, die die gute Bürgermeisterin ist, ohne dass wir die Geisfelder groß verärgern und mit deren Kooperation rechnen können, dann macht es Sinn, wenn Jandrik, der im Heer bekannt ist als jemand, der Bombardianer hasst, was er ja auch tut, das war, glaube ich, beim letzten Mal auch sehr deutlich, dann macht es Sinn, dass er die Anklage führt. Und so soll es denn auch sein. Es soll eine Art Schauprozess geben, natürlich unter der Hand Schauprozess. Es wird keiner richtig wissen, dass es ein Schauprozess ist, aber es wird einer sein. Und Astanio und Jandrik müssen sich wieder ein ums andere Mal duellieren. Wobei beiden irgendwie ganz klar ist, dass es hier eine eher nach außen gestellte Konfrontation handelt, als um eine richtige Konfrontation. Auch die Bürgermeisterin, die gute Erdmunde Dergelstein, ist sich durchaus bewusst, in welcher Situation sie sich befindet. Und sie wird auch jedes Schicksal akzeptieren, hat sie Jandrik und Astanio ja beiden schon auf ihre Weise gesagt. Für sie liegt es einfach daran, was die beiden jetzt ausklamüsern, wie die Stadt sich verhalten wird gegen die Besatzer oder Befreier. Ob sie als Besatzer oder als Befreier gesehen werden, sagen wir mal so. Und hier liegt die Herausforderung der heutigen Session, denn die Hauptaufgabe ist es ja, die Ostrabenmark von den Nekromanten zu befreien, von der Drachengarde, von den Dämonenanbetern. Und wenn ihr euch in Aventurien nicht ganz so auskennt, die Ostrabenmark ist schwer gepeinigt von Krieg und von Besatzung. Und die Bevölkerung dort ist das Leid, ein bisschen Leid, und hängt ihr Fähnchen halt immer in den Wind, der gerade weht, um zu überleben. Und das haben sie hier halt auch getan. Und unsere HeldInnen haben inzwischen auch herausfinden müssen, womit Jandrik noch ein bisschen fremdelt, aber alle anderen das schon ein bisschen mehr verstehen können, dass das Überleben hier in der Ostrabenmark einen höheren Stellenwert hat als das moralische, integere Handeln. Und die HeldInnen haben inzwischen auch so ihre Probleme, Moral und Auftrag in einer Spur zu halten. Das haben wir jetzt schon ein oder andere Mal mitbekommen. Ja. Und wenn ihr uns jetzt hier was schreiben wollt, so wie der Gevatter und der Boris Spiel TV und Ariakos und alle anderen hier im Chat, dann könnt ihr das ruhig machen. Erwartet nicht von uns, dass wir da jetzt irgendwie drauf reagieren. Ich lese alles und so, und aber wenn wir gleich im Spiel sind, kann es sein, dass ich keine Zeit habe oder dass wir keine Zeit haben, um hier groß irgendwie was zu antworten. Der Bot ist auch irgendwie heute wieder ein bisschen launisch und macht nicht richtig mit. Von daher gibt es auch keine Nebeninformationen durch den Bot. Aber ihr könnt ruhig Fragen stellen, Anregungen machen. Wenn ihr Spoiler habt, weil ihr das Abenteuer kennt, haltet euch ein bisschen zurück. Ansonsten, your go. Jeder Kommentar ist willkommen. Gut. Ihr noch irgendwas zu sagen? Gut. Dann begeben wir uns doch mal rein in die Rabenmark und schauen, wohin es uns heute so führt.
Recording in progress. Die kleine Stadt Geisfeld ist inzwischen eingenommen worden von den mittelreichischen Truppen. Die Soldaten sind schon in der Stadt. Gegenwehr gab es so gut wie keine. Kein Murren, kein Zetern der Stadtgarde, wenn man sie denn so nennen kann. Es sind eher Büttel, denn die wahre Stadtgarde ist ja die Drachengarde gewesen und die ist abgezogen. Es hat sich alles ein bisschen länger gezogen, als ihr das gerne gehabt hättet. Die Vorbereitungen für etliche bürokratische Prozesse hier in der Stadt haben gedauert. Und so sind tatsächlich ein paar mehr Stunden vergangen, als es euch lieb ist, denn Mora, Elena, Osko, Jandrik und Astanio zieht es weiter gen Osten, gegen die Hauptstadt der Ostrabenmark, um ihren Auftrag weiter zu erfüllen. Denn hier in Geisfeld ist eigentlich nicht mehr viel zu tun, außer der Prozess gegen Erdmute Dergelstein, die Bürgermeisterin. Doch dieser zieht sich hin. Die bürokratischen Mühlen der Praios-Kirche und der Sonnenlegion mühlen langsam. Und es müssen viele Gesetzesbücher erst einmal gewälzt und viele Texte erst einmal herausgekramt werden. Eine ganze Abteilung von Rechtsgelehrten führt das Heer mit sich. Und die sind nun froh, dass sie arbeiten dürfen und können. Sehr zum Missmut der Golgariten, die auch schnell weiter wollen. Sehr zum Missmut der normalen Truppen und auch zum Missmut der Städter, die genau mitbekommen haben, um was es sich hier handelt und was mit ihrer Bürgermeisterin, die eigentlich sehr beliebt ist, passieren soll. Und so hat die Führungsriege der Angreifer erst einmal in der kleinen Garnison, die die Drachengarde verlassen hat, Unterschlupf gefunden in der Stadt. Mehrere Zimmer besetzt mit den Hochführenden, den Anführern der verschiedenen Truppenverbände. Und auch ihr, wenn ihr das wollt, als HeldInnen, habt dort Unterkunft finden können. Alternativ könnt ihr natürlich auch weiter eure Zimmer im Gasthof beziehen. Das war euch überlassen. Und jeder hat die Option gewählt, die für ihn am besten erschien. Und vor allen Dingen fühlt es sich jetzt wieder anders an, jetzt wo das Heer hier ist. Denn dieses Gefühl des Westens und die Bedrücktheit des Ostens, die beiden Gefühle wechseln sich manchmal ab. Und besonders für Jandrik ist es eine eigenartige Sache, denn, naja, auf einmal ist der Westen hier. Die Freunde von Jandrik sind da, Elurion, sein Orden, die bekannten Gebete, Götterdienste werden abgehalten. Für Osko und Jandrik ist es fast so wie, ja, wie früher. Kein Besatzer, kein Dämonenpaktierer. Alles läuft seinen gewohnten Gang in der Stadt, aber eben unter anderen Vorzeichen. Es fühlt sich merkwürdig zwiespältig an. Und Osko kriegt sehr schnell Besuch von einer guten Freundin, die er aus dem Heer kennt, von Kasemine, denn sie soll provisorisch die Bürgermeisterschaft an sich nehmen. Und so hat sie einiges zu besprechen mit der Person, die sie hier in Geisfeld am besten auskennt. Und so klopft es an Oskos Quartier und Osko herein, bitte. Die trippelnden Schritte der Ungeduld vor der geschlossenen Tür hin und her laufen. Dann wieder das Osko. Kommt rein.
Tür springt auf und die fein säuberlich gerichtete Robe der Göttin Pareine ist zu sehen. Sie richtet sich nochmal die Robe zurecht, bevor sie ganz über die Schwelle tritt. Casimira ist... Ach. Schön, dich zu sehen. Und Osko tritt ein paar Schritte näher an sie heran. Ihr Gesicht bekommt eine leichte Röte. Und sie fasst sich sofort wieder. Es ist auch schön, dich wieder zu sehen, Osko. Komm auch rein. Ich habe leider zu tun und habe leider keine Zeit für private Sachen, aber ich habe ein paar Fragen. Ja klar, schieß los. Also ich habe jetzt die letzten paar Nächte darüber nachgedacht, wie das hier mit dieser, wie nanntest du es, archaischen Präsenz der Pareine ist? Ja, es ist keine Präsenz, es ist eine alte Art der Verehrung Pareines. Kannst du die irgendwie, ich denke mal, du hast das in deinem Brevier gelesen, oder? Ja, genau. Es ist wirklich uralt schon, so wie ich das mitbekommen habe. Und ich glaube, man kann auch wirklich sagen, es ist irgendwie auf so eine Art archaisch. Es ist auch in ihren Augen nicht direkt Pirana, die sie anbeten, aber naja, das ist doch irgendwo klar. Sie waren halt nur mal in der Ostlabenmark. So. Hätten sie jetzt da nicht Pirana-Kult nennen können. Aber es ist ein Mix aus Pirana und Pirana-Anbetung und der Anbetung der Kraft Humus, der Erde selbst. Ja, das Element Humus. Mhm. Das haben mir die Magier um Frau Rattel auch schon gesagt, dass das Element hier sehr stark vertreten ist. Ganz diese genau. Magier, die muss ich auch noch einfangen, die stromern hier in der ganzen Stadt herum und machen hier ihre komischen wissenschaftlichen Untersuchungen. Mir ist das gar nicht so recht, dass die hier so präsent sind. Wieder etwas auf meiner To-Do-Liste. Ja, sie... Naja, ich kenne nur einen Magier, richtig. Und der hat, zumindest was das Zaubern angeht, seine Vorzüge und seine Nachteile. Aber ist auch egal. Bei dem Punkt, du sollst dich wirklich mit ihnen auseinandersetzen, denn die Art und Weise, wie sie es schaffen, ganzjährig die Pflanzen hier gedeihen zu lassen, hat auch irgendetwas mit irgendeiner Art Energie, magischen Linie zu tun, auf der sich diese Stadt befindet. Und ich kenne mich damit nicht aus. Ja, ich auch nicht. Aber sowas Ähnliches, glaube ich, haben sie mir auch erklären wollen. Ich halte das für einen ziemlichen pereine Frevel. Wie geht dir das? Also ganzjährige Frucht, das kann nicht auf Dauer gut gehen. Auf Dauer nicht, das ist schon richtig. Und so wie ich in Erfahrung gebracht habe, war es auch nicht immer so intensiv im Winter. Aber grundsätzlich, es ist schwierig, weil ich auch schon damals sehr wenig in Geistfeld war. Aber es ist wohl ein Zusammenspiel aus all den Faktoren. Für gewöhnlich würde es auch aufgrund der Anbetung des Humus, also der Kraft Humus, auch nicht ganz ehrlich hier so blühen. Aber es ist irgendwie eine Verbindung aus all den Sachen. Es ist der Glaube an Pereine, Glaube an Humus und dieses Magier, Hexen, ich kenne mich nicht aus, aber es hat irgendwas damit zu tun, auf jeden Fall. Aber ja, ich sehe das in der Hinsicht ähnlich, dass es fühlt sich nicht richtig an, wenn das ganze Jahr lang über die Erde benutzt wird, aber ich sag mal, die Natur schon hat damals, ihren Kreislauf, das lehrt uns die Herren Pareine. Genau. Sterben und Absterben gehört ebenso dazu, wie das Aufblühen und Neuwerden. Ja. Allerdings, wie gesagt, soweit ich mich erinnern kann, war es hier nicht immer so, sagen wir, extrem im Winter. Es gibt hier auch schon gewisse Ruhephasen, aber aufgrund der Gegebenheiten verhält es sich anders. Und ich denke mal, so wie sich auch die Pflanzen diesen Gegebenheiten angepasst haben, weiß ich nicht, vielleicht denkt die Herrin Pareine anders über diesen Ort, wenn hier eben diese Gegebenheiten so sind. Aber ich finde das schwierig zu sagen.
bin auch mal gespannt, was die Magier alles herausfinden. Wenn es wirklich nur das magische Phänomen ist und es sich nicht wirklich auf das Wirken der Herren zurückführen lässt, dann ist es nochmal eine ganz andere Sache, finde ich. Es wird dann auch schwierig in der Auseinandersetzung mit der Kirche des Praios. Die Golgariten selber sind sowieso sehr stutzig allem, was, naja, den Tod überwindet und nur noch Leben hervorbringt. Ja, irgendwo auch nachvollziehbar, oder? Gerade hier in den Landen der Ostrabenmark ist das sehr verdächtig. Und wir werden es ist ständig, verdächtig. Es wird allerdings sich ständig umgeguckt. Aber es ist schon etwas anderes. Also, ich habe es ja schon mal erzählt, ich kam aus Norwegen, da war das eine etwas, schon würde ich sagen, gänzlich anderes. Also, die Pflanzen, die hier wachsen, sind immerhin noch, naja, Pflanzen. Die Pflanzen, die es in Neu-Urgewacht gab, das waren groteske Verbindungen aus Knochen, Mäulern und etwas, was annähernd mal an einen Baum erinnert hat. Mhm. Vielleicht hast du schon mal von der Geschichte mit dem Pferd gehört. Ja, wir waren in Neu-Urgewacht. Ich habe da auch das Wirken der Herren gesehen. Da war so ein Bauer, der hat mir Pflanzen gezeigt. Ja. Ich sehe, Ulf hat seine Aufgabe gut gemacht. Ja, er sprach von dir. Ich in den höchsten Tönen, ja. Der Hausgott lächelt, das freut mich. Also meinst du, wir sollten im Pereine Götterdiensten diese archaische Form mit einweben oder geht es den Leuten nur darum, Profit aus dem Verkauf der Ernteerträge herauszuholen? Die Menschen hier sind halt vor allen Dingen auf ihr eigenes Wohl bedacht. Man muss im Osten halt einfach schauen, wie man über die Runden kommt. Ich denke mal, dass vor allen Dingen auch der Gedanke mitschwebt. Aber andersherum glaube ich, dass die Möglichkeit besteht, ihnen auch das Wirken der Herren näher zu bringen. Auch in Verbindung mit diesem Kult hier. Weil, zumindest wie ich das verstanden habe, gab es so halt schon früher häufiger. Wenn es sich über die Jahre so gehalten hat, dass so eine Gründe haben. Und ich glaube, das trägt auch in so einer gewissen Art und Weise zur Stabilität hierbei. Ich denke, dass es ich denke, zumindest für eine gewisse Zeit lang sollte man das auf jeden Fall beibehalten und einpflegen. Aber ich glaube auch, dass wir ihnen immer näher die Lehren der Herren näher bringen sollten. Ich hatte die Idee, einige Magier von Frau Rattel abzuziehen und mir als Berater zur Seite zu stellen, die dann vielleicht auch bei den Götterdiensten und bei diesen ritualen Anbetungsformen deutlich machen, dass es sich hierbei eher um einen magischen Aspekt handelt und nicht so sehr um einen göttlichen, sodass man langsam in die Köpfe der Menschen hineinbekommt, dass es sich hierbei um etwas Übernatürliches und nicht unbedingt 12 Götter Gefälliges handelt, zumindest wenn man es so übertreibt, wie jetzt gerade hier im Winter mit den Feldfrüchten. Zumindest im Winter würde ich dir zustimmen, ja. Ich glaube im Allgemeinen, ich würde es zu den gewöhnlichen, also den Sargkalender gemäß anpassen. Ja. Da wäre ich auf jeden Fall bei dir, ja. Vor allen Dingen, es betrifft eben den Winter und wie gesagt, ich hatte bereits ein Gespräch mit der Bürgermeisterin, ehemalige Bürgermeisterin. Und wie gesagt, es ist vor allen Dingen jetzt in diesem Winter schon äußerst deutlich gewesen. Naja, es ist auch von Vorteil für das Heer. Die Vorräte gehen auch zur Neige und so. Also es wird schon deutlich, dass diese Stadt gut zur Versorgung des Heers beitragen wird, wenn wir weiter gen Osten ziehen. Werde ich einiges zu tun haben. Ich wünschte, ich könnte dir irgendwas abnehmen, aber ich denke mal, nach dem Prozess werden wir auch selber nach Osten weiterziehen müssen. Was meinst du, wie der ausgeht? Ist diese Dergelstein wirklich so schlimm, wie dieser Jandrik behauptet? Naja, er hat halt in einem nicht so vernachlässigen Punkt recht. Sie vertritt gewisse Aspekte der Lehre von, aber. Ja, ich weiß schon, wen du meinst. Aber zumindest, wenn ich meine Menschenkenntnis, und ich würde sagen, ich kann Menschen einigermaßen gut einschätzen, sie ist kein schlechter Mensch.
Sie hat vor allen Dingen das getan, was für ihr, für die Stadt das Beste ist. Deswegen. Und sie vertritt gewisse Ideale, die ich nachvollziehen kann, aber eben und wir auch wieder Dinge, die einfach absurd sind. Aber im Grund ihres Herzens glaube ich, dass sie nur das Beste für ihre Menschen hier wollte. Und sie hat eine Zuflucht gemacht, also eine Zuflucht geschaffen gegenüber gegen die dunkle Mutter. Denn so wie ich das mitbekommen habe, gibt es hier keinen Tempel, kein gar nichts. Auch so gut wie, also sehr wenig, nur von den rumstreunenden Untoten. Du wirst ja wahrscheinlich auch schon gesehen haben. Ja, es gab in dem, du bist ja jetzt hier in dem Gasthof untergekommen, aber drüben in der Kaserne gibt es schon einige Bildnisse der dunklen Mutter, die wir abzerstören mussten. Die Drachengarde hat dort gehaust. Genau, das ist der Punkt. Die Drachengarde musste hier, zumindest laut der Bürgermeisterin, in der Hinsicht vielleicht etwas schwierig, aber sie musste hier stationiert sein. Es musste eben eine Sicherheit geben für die Bürgerinnen und Bürger wegen der Gefahren außerhalb der Stadt. Ich habe mich ein bisschen unter der Bevölkerung herumgehört, die sind ziemlich sauer auf diese Drachengarde. Zu Recht, von dem, was ich gehört habe. Sie fühlen sich ein bisschen verraten. Ja, das ist nachvollziehbar. Sie sind auch einen Tag, bevor ihr angekommen seid, auch still und heimlich einfach abgezogen. Eigenartig, dass wir sie uns nicht über den Weg gelaufen sind. Ja, das ist auch noch so eine Sache, über die ich nachgedacht habe, aber die lässt mir auch keine Ruhe. Ich frage mich, wo dieser Tross hin ist. Gut, dann hast du mir mit deiner Einschätzung schon mal gut weitergeholfen. Ich werde vielleicht rund um den Prozess oder so noch ein paar Mal auf dich zukommen. Also solange du noch hier bist, wird mach das wechseln. Wenn ich dazu komme, dann können wir gerne auch einen von diesen örtlichen Weinen mal probieren. Die sollen ziemlich gut sein. Ich würde vielleicht einen anderen Wein nehmen. Die sind überbewertet. Ach so? Die Bevölkerung fand es ziemlich gut und hat mir den empfohlen. Also. Ja, die kennen nur ihre lokalen Sachen. Also vielleicht solltest du lieber, also den Wein, den du hattest im Lager vor der Mauer, der war besser. Ja. Ja. Da gibt es auch nicht viel Besseres, das stimmt. Na also. Aber ich versuche mich ein bisschen an die örtlichen Gepflogenheiten hier anzupassen. Wenn die örtlichen Leute sehen, dass wir ihre... Ich versuche mich ein bisschen anzubiedern, wenn man das so negativ ausdrücken will. Also wenn die Leute sehen, dass ich genauso wie sie den Wein trinke, den sie auch mögen, dann... Man kann es auch positiv sagen, du passt dich einfach deiner neuen Umgebung an. Das ist ja nichts Schlechtes. Ja. Mehr oder weniger. Ich weiß, was du meinst. Genau, so soll es gesehen werden, aber ich empfinde es andersrum. Das ist nicht meine Welt hier. Es ist nachvollziehbar, aber um etwas zu ändern, muss man erstmal auch vielleicht auch in einen sauren Apfel beißen. Wenn die von Mersings wirklich wollen, dass ich hier Bürgermeisterin bin, wer auch immer auf diese Schnapsidee gekommen ist. Oskar rollt so mit den Augen. Das könnte sein, dass ich... bin keine Politikerin, ich bin Feldärztin. Aber du bist eine der wenigen Personen, die ich traue in diesem Heer. Ich würde keine Prioten auf die Stadt hier loslassen. Dann gibt es nur Mord und Totschlag. Ich könnte aber fahren. Nein. Ja, eben. Deswegen habe ich eine der wenigen Personen mit Verstand in diesem Heer gesucht. Ich habe schon einen Reiter in den Westen geschickt. Es sollen ein paar Jünger der Zar hierher unterwegs sein. Die können das viel besser als wir. Ich verstehe das. Aber soweit ich das verstanden habe, ist deine Position auch erstmal nur also vorläufig. Ja, das hoffe ich doch. Ja, denn auch ich muss sagen, ich könnte mir das auch nicht vorstellen. Aber ich glaube, also ich war der Überzeugung, dass du die Richtige für diesen Job wärst. Und tut mir leid, falls ich damit irgendwie in eine unangenehme Situation gebracht habe. Wie, du hast das in die Wege geleitet, dass ich das mache? Nicht in die Wege geleitet. Ich habe einen Vorschlag gemacht. Ach nee.
Wie gesagt, die Wahl war Prioten oder Leute mit Verstand. Deswegen. Es gibt auch unter den Prajoten Leute mit Verstand. Ein Ein oder Beispiel? zwei. Beispiel? Siehst du? Mir fällt jetzt keiner mit Namen ein. Die sind so selten im Lazarett. Ausgelächelt. Wenn das alles hier vorbei ist, Kasimine, dann komme ich dir auf jeden Fall mal besuchen. Und wir, naja, können ein bisschen vielleicht Ich hoffe, über dass die wir für letzte den Zeit. Drei Schwestern-Orden das Kloster hier gründen. Ja, da habe ich habe schon eine Idee. Aber das ist nicht hier in der Gegend, ist noch etwas weiter weg. Aber ich, naja, ich bin da dran an dem Ort für den Kloster, im Standort. Nun gut. Dann, ich habe noch viel zu tun. Ja, tut mir leid, ich habe dich aufgehalten. Nein, 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 überhaupt gar nicht. Es ist immer sehr schön, mit dir zu sprechen. Ja, du weißt schon. Ja. Aber ich muss jetzt leider los. Mach Aber es war das. schön, dich wiederzusehen. Rein professionell natürlich. Es hat mich auch sehr gefreut, dich zu sehen, Kasumine. Und Oskar lächelt sie breit an. Bis heute Abend oder so. Ja, bis später. Wir sehen uns beim Prozess. Ja, bei der, da werde ich wohl sein müssen. Ich bin ja jetzt Politikerin. Geht ein bisschen stampfend aus dem Zimmer. Tut mir auch leid. Und dann ja, würde Osko die Tür wieder leicht schließen und dann dem nervös hier hinter der Tür hin und her laufen, wieder frönen. Schwenken wir mal mit dem Blick zu Astanio, der in der Kaserne im Trakt der Magier gerade im Zimmer der Frau Magistra Rattel steht und auf sie wartet, dass sie zu ihr kommt. Er hat Appell geleistet und hat ihr vieles erzählt von dem, was er herausgefunden hat und was hier vorgeht in Geisfeld. Und seitdem ist er im engen Austausch mit den Magiern hier. Hat vielleicht auch einige losgeschickt, um sich die Phänomene, die er schon bemerkt hat, genauer anzusehen. Und von da aus sind sie ausgeschwärmt und haben tatsächlich einige Kraftquellen hier entdecken können und sind dabei, sie deutlich zu studieren und Bücher anzulegen. Viel zu tun für Magier an diesen Zeiten. Und dann schwingt die Tür auf und die Magierin tritt ein und ist in Gefolgschaft eines kleinen, fast noch Jungen, der allerdings das Gewand eines Gesindegeweihten trägt, obwohl er auch ziemlich jung zu sein scheint. Vielleicht gerade mal 12 oder so zählt. Ah. Von Jannisberg. Sehr schön. Richtig, Madame Rattel. Ich hatte ja noch etwas für Sie. Sie haben mir ja ziemlich gut geholfen. Gute Arbeit übrigens. Danke. Wir hatten ja ein Gespräch im Lager noch, bevor ihr losgereist seid, so überhastet. Und ich habe ein paar Botenreiter losgeschickt und habe tatsächlich, bevor wir abgezogen sind, noch eine Lieferung erhalten für sie. Eine Lieferung. Ja, aus Gareth. Aus Gareth. Interessant. Es ist nichts Besonderes, es ist wirklich das Einfachste vom Einfachsten, aber
Da sie so versessen darauf gewesen sind, so etwas zu bekommen, dachte ich mir besser was Simples als gar nichts. Und ich gebe das hiermit weiter, um ihnen zu zeigen, dass sie gute Arbeit leisten und dass ich hoffe, dass unsere Zusammenarbeit weiter in diesen guten Zügen vonstatten geht. Astanio hebt eine Augenbraue. Es sind schwierige Zeiten in diesem Feldzug. Ich fühle mich nicht sonderlich wohl in einem Heer, wenn Sie das verstehen. Aber wer tut das schon? Selbst die Soldaten sind dann manchmal nicht so angenehm darauf zu sprechen. Nun, das hier ist der Brun. Seines Zeichens einer der jüngsten Hesinde-Geweihten, die es in ganz Mittelreich gibt. Ein Talent. Die Weihe schon letztes Jahr erhalten mit 11 Sonnenläufen. Mit 11 Jahresläufen. Brun verneigt sich. Er ist doch hier derjenige, der aus Gareth hierher gereist ist. Mit diesem Artefakt für sie. Astanio wird selbiges in die Hand nehmen. Ja, Brun öffnet so eine Kiste, da ist ein ungefähr zwei Hände langer, kleiner, dünner Stab drin. Astanios Lippen kräuseln sich zu einem leichten Lächeln. So ein Ding hat er seit Ewigkeiten nicht mehr in der Hand gehabt. Astanio ist auch eher so die größeren und wuchtigeren Magierstäbe gewöhnt von seiner Akademie. So ein kleines, filigranes Ding wäre damals eher verpönt gewesen in Beilung. Lastanio geht so ein bisschen in seinen Erinnerungen und murmelt, sind die alle so groß? Verzeihung? Ah, nichts. Ich schwelge nur in den Erinnerungen. Und damit nimmt er den Zauberstab oder den Magierstab aus der Schatulle. Ja, wie gesagt, nichts sonderlich Besonderes, aber immerhin, er wird seinen Dienst tun, denke ich. Sie müssen noch ein paar Rituale mit ihm vollziehen, dass der Stab sich an sie gewöhnen kann, aber ich denke, das werden sie hinkriegen. Ja, natürlich. Die Rituale sind mir bekannt. Ja, gerade hier in dieser Stadt, wo wir hier auf einer Quelle der Kraft Mardas sitzen, dürfte das relativ einfach zuvonstatten gehen. In der Tat, ich habe schon bereits die eine oder andere Umsetzung von größerer Magie hier gewirkt, ohne dass mir auch nur anteilig Probleme zustatten gekommen sind. Mhm, ja. Gut. Dann hoffe ich mal, dass Sie damit noch viel bessere Leistungen hervorbringen können als sowieso schon. Es wird jetzt um einiges einfacher sein, gewisse Zauber zu wirken, dementsprechend. Seien Sie etwas nachsichtig mit den Sonnenlegionären, die wir hier mit uns führen. Nachsicht ist etwas, was ich den Sonnenlegionären, glaube ich, voraus habe. In der Tat, aber das gehört auch zu ihrem Sein. Jeder hat so seinen Platz, nicht wahr? Solange wir uns nicht in die Quere kommen, ist alles gut. Also, wenn Sie einen Tipp haben wollen. Einfach nicht über dieselben Straßen gehen wie die. Ja. Ja, die haben es auch nicht einfach. Immerhin ist die Kirche des Praios gerade in einem tiefen Zwist begriffen und viele von denen sind sich selber nicht ganz sicher. Naja, sie haben hier gar nicht so viel mitgekriegt davon, aber die streiten sich untereinander, wer von ihnen der Höchste ist und so. Und irgendwie ist die, und sie lächelt so ein bisschen, die Ordnung in
der Kirche der Ordnung ein bisschen vor verschwunden, wenn sie das so. Astanio lächelt und sagt dazu nichts, aber schmunzelt. Ich sehe, wir verstehen uns. Natürlich. Deswegen ist es momentan relativ einfach, die Sonnenlegionäre in Schach zu halten. Also, wenn sie ihnen blöd kommen, können sie gerne zu mir schicken und ich drücke ihnen dann einen Spruch von wegen Ordnung und so. Ach, vertrauen Sie mir. Ich habe inzwischen, glaube ich, recht gute Erfahrungen, wie mit diesen teilweise doch fanatischen Gläubigern umzuspringen ist und kratzt sich dabei Vorsicht, merklich. Vorsicht, von Janisberg. Also, die sind wichtig für dieses Heer. Äußerst wichtig. Sie erfüllen ihre Aufgabe. Sie mögen ein bisschen verblendet, also ein bisschen sehr verblendet, aber sie mögen eine eigenartige Ansicht auf die Welt haben, aber sie erfüllen ihre Rolle im ganzen Konstrukt. Das müssen wir anerkennen. Das müssen wir definitiv anerkennen, doch nur weil jemand wichtig ist, muss es ihm nicht klar sein, dass er so wichtig ist. Wir verstehen uns. Ich finde, man sollte ihn durchaus ein bisschen tätscheln und ihnen durchaus das Gefühl geben, dass sie das tun, was sie tun und dass sie das gut tun, was sie tun. Das ist so mein Weg. Immer loben. Nicht lobpreisen, aber loben. Nun, zu viel Lob hat schon den ein oder anderen jungen Adeligen dazu verleitet. Die brauchen das, Herr von Janisberg. Die brauchen das. Jetzt gerade viel mehr, als sie glauben. Also als die selber glauben. Nun gut. Einfach mal sagen, oh, Prios ist so toll. Und ihr macht das so gut. Und läuft nicht sowieso alles genauso, wie ihr das haben wollt. Ihr versteht, was ich meine. Astanios Schmunzeln ist zu einem breiten Grinsen übergegangen. In unserer kleinen Geheimgesellschaft, in der wir uns befinden, muss man durchaus aufpassen, sich keine Karte in seinem Deck hin selbst rauszunehmen. Also Vorsicht in Kontakt mit diesen Leuten. Entweder man geht ihnen aus dem Weg oder man lobt sie ein bisschen. Natürlich. Weil man weiß nie, wann man die Karte ausspielen muss. Gestattet ihr mir eine Frage? Aber sicher. Wir hatten nicht nur über das Kleinod geredet, was ihr mir hier überhändigt habt, sondern um Informationen und Astanio Shield zu dem Hesindegeweihte hinüber, über eine gewisse Person. Ja, die Hexe, nicht wahr? Ja. Es ist schwierig. Ihre Spur verläuft sich während der Kriegsauseinandersetzungen um Gareth. Aber so wie es aussieht, führt ihre Spur tatsächlich, also zumindest eine der vielen Hinweise, deutet darauf hin, dass sie sich tatsächlich irgendwo hier in der Ostrabenmark aufhalten könnte. Astanio lächelt weiter, aber seine Faust wird jetzt Knöchel, also seine Knöchel werden weiß, als er den Zauberstab weiter umklammert. Ich sehe schon, diese Information macht etwas mehr mit Ihnen, als ich gedacht habe. Nun, sie ist für viele meiner Miseren verantwortlich, wie ihr bereits wisst. Stehe. Ja. Nun, ich hoffe, das beeinflusst ihren Auftrag nicht sonderlich. Nein. Nicht wirklich. Das ist gut, denn der Auftrag kommt zuerst. Natürlich. Wir haben allerdings auch noch ein paar andere Sachen. Es gab zwar ein paar merkwürdige magische Phänomene während ihrer Anwesenheit das letzte Mal im Lager, Heerlager. Als sie verschwunden sind, ging es ein bisschen, naja, uns sind ein paar, also ein paar meiner Leute sind ein paar Sachen aufgefallen. Welche denn? Nun, wir haben ein paar
Wie formuliere ich das am besten? Wir haben ein paar Beschwörungsmaterialien gefunden. Ah, lasst mich raten, in einer nicht zwölf Götter gefälligen Form. Nun, was könnte man zwölf Götter gefällig beschwören? Ich habe noch nie versucht, Avis zu beschwören, aber vielleicht könnte man Raya beschwören. Das wäre vielleicht manchmal ganz nützlich. Nun, in welchem Zelt waren denn diese Beschwörungen? Das ist eben das Merkwürdige. Es ist ein Nachbarzelt zu eurem Golgariten-Zelt gewesen. Ah. Ihr wart doch untergebracht bei diesem Eichblatt? Ganz recht. Weiß man denn, wer in diesem Zelt sein Lager hatte? Ja, einige haben dort gelagert. Wir haben auch alle so weit, wie wir konnten, durchleuchtet. Niemand von ihnen hat irgendwelche Kraftmaters oder irgendwelche Möglichkeiten. Weisen natürlich auch jegliche Schuld von sich. Aber wissen nicht, wie diese Dinge dahin gekommen sind. Aber es ist eigenartig. Wir müssten allerdings auch alle anderen aus den Nachbarzellen, also es kann ja jeder gewesen sein, der da irgendwie in der Umgebung war. Natürlich. Aber das ist gut zu wissen. Eine magische Spur führte tatsächlich einiges durch das Lager und hat sich auch erst, als wir die Lagerstätte abgebrochen haben, etwas verlaufen, sodass ich hier nicht mehr folgen konnte. Ihr habt aber nichts Sonderliches bemerkt. Nun, ich denke, das sind Informationen, die unter uns bleiben sollten. Alle Informationen, die wir hier teilen, sollten unter uns bleiben, Herr von Janisberg. Ich meinte darunter unter zwei Zauberstäben, wenn ihr versteht, was ich meine. Brun, vielleicht lässt du uns ein bisschen alleine miteinander sprechen. Sehr wohl. Und damit wird Astano ihr die gesamte Geschichte mit Dämonen und anderem Gezücht erzählen. Ein Dämonenmal. Tritt jetzt an dich und untersucht so deine Stirn und dann nichts erkennen. Nun, wie ich bereits erzählte, wurde es ja wohl entfernt. Verstehe. War sehr fachmännisch. Ich kann nicht meinen Rückstand erkennen. Ich denke, wir reden hier über den Seelsammler. Ja, das macht mich stutzig. Seid ihr sicher, dass ihr alles gut über die Bühne gezogen habt mit diesem Wesen, das nicht hierher gehört? So gut, wie es nach meinem Gewissen ging. Verstehe. Ich denke, man kann kein gutes Ergebnis erzielen, während man mit einem solchen Geschöpf in einem Raum steht. Außer man hat diverse Geweihte dabei. Ja, ich bin jetzt keine Expertin für Dämonologie, aber ich glaube, es muss eine sehr angsteinflößende Begegnung gewesen sein für Sie. Nun, ich hätte mir schönere Kaffeekränzchen vorstellen können. Gut, also ich werde weiter die Augen offen halten. Einige meiner Bediensteten werde ich abstellen und da es sich ja irgendwie eine Verbindung zu Ihnen zu geben scheint, dass dieser Beschwörer irgendwas gemacht hat, was Einfluss auf Sie hatte, den Sie natürlich Gott sei Dank irgendwie löschen konnten, da vielleicht versucht diese Person es noch einmal, wenn wir jetzt wieder hier sind.
Vielleicht. Mich wundert es nur, dass er erst gerade auf mich abgesehen hat. Es ist auch noch eine Sache, die mich auch noch, wo ich noch nicht ganz durchblicke. Wir werden das ergründen. Zusammen. Sehr gerne. Passen Sie gut auf Ihren Rücken auf, Herr von Janisberg. Keine Sorge, der hat inzwischen genügend Verhornungen. Und mit einem Lächeln und einer kleinen Verbeugung entfernt sich aus Zahlen, um sich auf den Prozess vorzubereiten. Während Astanio und Osko so mit ihren weiblichen Pendants auf die ein oder andere Weise sich unterhalten, hat Mora nochmal ein eigenartigeres Gefühl als einige andere hier, denn das letzte Mal, wo das Heer der westlichen Streitkräfte mit ihr zu tun hatte, war sie zumindest von einem Teil der Leute beschuldigt worden für Tode verantwortlich zu sein und hat sich deswegen zurückgezogen in die Taverne und sucht gar nicht so die Nähe der Streitkräfte des Westens. Was macht Mora denn gerade? Mora sitzt auf ihrem Bett in dem Gastraum, den sie sich wieder gemietet hat. Und geht immer wieder unruhig umher. Sie schaut immer wieder aus dem Fenster und zählt die neuen Ankömmlinge in der Stadt, wirft ein Auge auf sie, prägt sich die Banner ein und die Gesichter, die sie sieht. Und wartet, aber so richtig weiß sie noch nicht mal, worauf sie wartet. Auf den Prozess irgendwie. Und sie hofft, dass Astanio weiß, was er tut. Und sie hofft, dass niemand an ihre Tür klopfen wird, um sie zu verhaften. Denn diese Tode, für die war sie nicht verantwortlich. Aber ihr Name hat einen schlechten Ruf im Westen. Und jetzt ist der Westen in den Osten gekommen. Und irgendwie hat sie das Gefühl, dass es zu heiß hier wird. Aber ohne ihre Gefährten will sie auch nicht gehen. Und in dem Augenblick klopft es tatsächlich an der Tür. Sie schreckt ein wenig auf, verspannt sich, geht ein paar Schritte zur Tür. Ja? Eine Antwort. Sie macht noch ein paar Schritte, an den Knauf legt sie die Hand und mit der anderen in ihren Mantel zu einem Dolch, um einen eventuellen Angreifer direkt überwältigen zu können. Dann dreht sie den Knauf und schaut aus dem Spalt. Wer ist dort? Schaust durch den Spalt auf den Flur und kannst dort niemanden sehen. Und dann huscht eine kleine Katze über den Flur. Hoch. In ihr Zimmer oder einfach nur über den Flur? Nee, über den Flur. Sie lauscht kurz und macht die Tür ein wenig weiter auf, ist jetzt noch mehr gewarnt und ein wenig geduckt, schaut sie auf den Flur hinaus. Irgendwer hat doch geklopft. An der Außenseite der Tür hängt ein kleiner Zettel. Schnell macht sie ihn ab, nimmt ihn herein und schließt die Tür wieder. Sie liest. Schön, dass du es hierher geschafft hast. Wir haben viel noch zu tun. Bin noch nicht ganz fertig mit meiner Arbeit und ich hoffe, dass du mir helfen kannst. Triff mich während dem Prozess an der Garnison, Hintereingang, zwischen den Fässern. Triodor. Was hast du hiermit zu tun? Denkt sie sich
und schüttelt den Kopf. Das ist wieder die gleiche Handschrift. Aber irgendwie, sie versteht es nicht. Dieser Mann, den sie vor vielen Jahren kennengelernt hat, er war ein Gauner, ein Spieler, er war vieles. Aber vor allen Dingen war er ein Lehrmeister für sie und freundlich und liebevoll. Aber jetzt, was ist aus ihm geworden? All die Jahre, die vergangen sind. Irgendwas muss geschehen sein. Irgendeinen Weg muss er genommen haben, der ihr unbekannt war. Aber das will sie herausfinden. Während des Prozesses, ja. Da werden alle Augen und Ohren wegschauen. Und sie nickt. Und sie wird dorthin gehen. Dann schauen wir mal rüber zu Elena. Wo hat Elena den Unterschlupf gefunden? Elena hat auch wieder, da sie auch nicht wirklich zum Herr gehört, auch das Zimmer wieder im Gasthaus bezogen, wird er dann in der Tag auch entsprechend, um das abzuarbeiten, wie es halt so ist, einfach die Zeit so ein bisschen beim Helfen in der Kälterei entsprechend verbringen, aber auch schauen, dass halt ihre Freunde nicht aus den Augen fliehen. Also immer schauen, wie es denen geht, nach rübergehen, nach Mora schauen, wenn sie mehr draußen ist, mit Mora halt eben auch frühstücken und essen. Und sich da halt mit den Leuten die Augen und Ohren offen halten, um zu schauen, wie die Leute so, die Meinung der Leute zu den neuen Herren ist, wenn es man so hart ausdrückt. Mein Herren von Geisfeld ist. Ja, es ist eine leicht angespannte Stimmung unter der Bevölkerung. Man hat das relativ schnell akzeptiert, dass es nun neue Besatzer in Anführungsstrichen gibt. Aber da die Truppen keine großen Anstalten machen, in den Alltag der Leute einzugreifen, hat sich schnell vieles normalisiert hier. Deine Gefährten sind bis auf Osko eigentlich alle sehr angespannt. Ja. Kannst du dir noch nicht verdenken? Es ist irgendwie, Mora hängt halt immer noch diese zwei Morde nach. Jandrik und Astani müssen sich darauf vorbereiten. Die Lena ist tatsächlich auch etwas angespannt, weil sie nicht weiß, wo sie sich da halten soll, wenn der Prozess stattfindet. Vielleicht wird sie sich einfach bei Osko halten. Und ist auch so ein bisschen angespannt, aber lässt sich das halt irgendwie auch nicht anmerken. Sie hat es ja gelernt, entsprechend ihre Gefühle im Zaum zu halten. Was sie aber auch immer noch macht, ist halt dann mal abends mal nochmal so Schattentraining irgendwo hinter einem Haus, um einfach sich nochmal dran zu bleiben. Das macht sie. Ansonsten, ja, irgendwie fühlt sie sich hier noch ein bisschen fehl am Platz, weil gerade nichts voran, wirklich vorangeht. So ein bisschen. Und sie macht sich natürlich auch Gedanken über ihre Tochter, die halt da bei Esmeralda ist und ja, der auch nicht vielleicht hoffentlich in Sicherheit ist, aber wer weiß, was die Truppen machen. Sowohl die einen als auch die anderen. Als du wieder einmal durch die Gaststube stromerst, siehst du aus Richtung von Moras Tür eine Katze über den Flur laufen. Rutscht dir zwischen die Beine weg und Matt ist eilig, die Treppe herunterzukommen. Elena guckt der Katze hinterher, weil sie, ist das die Katze, die sie bereits kennt? Das rote Tigerkatze? Die etwas zerzaust aussehende. Etwas zerzaust aussieht. Elena guckt der Katze hinterher. Sieht inzwischen etwas gepflegter aus. Mhm. Allerdings, man kann ihr das Straßenkatzen-Dasein immer noch ansehen. Ja. Elena wird gucken, wird eigentlich doch der Katze hinterherlaufen, gucken, ob sie sie irgendwie erwischt. Wenn so Katze kraulen, weiß sie, das beruhigt sie, das kann sie. Guckt Katze also läuft, der Katze. Läuft schnurstracks Richtung Jandrik, wo auch immer der untergekommen ist. Er ist im Heereslager. Dann folgt Elena der Katze zum Heereslager. Ja.
Und dann springt die Katze irgendwo durch ein Fenster, wo Jelena weiß, dass da Jandrik untergekommen ist. Und bei Jandrik ins Zimmer, zuck, landet die Katze auf dem Schreibtisch. Ach, du schon wieder. Störe mich nicht, ich muss mich konzentrieren. Auf dem Rücken der Katze sitzt das kleine Männchen. Ja, den hat er auch angesprochen. Er redet doch nicht mit Katzen. Elena kann ihn allerdings nicht sehen, wenn sie durchs Fenster schaut. Nur die Katze. Ist ja nicht verrückt. Also, ich war bei deiner Freundin. Bei welcher? Na, bei der. Mit dem Knutsch. Ja, und? Was ist mit ihr? Wo ist sie? Die hat sich in ihrem Zimmer eingeschlossen, aber da war ein anderer Mann. Und der hat dir einen Brief geschrieben. Einen Brief hat er geschrieben. So, so. Mhm. Und an die Tür geheftet. Mhm. Macht man das? Warum genau erzählst du mir das? Ich dachte, ich soll ein bisschen auf sie aufpassen, während du nicht beschäftigt bist und sich nicht um sie kümmern kannst. Ich glaube, Mora kann sich ganz gut selbst auf sich aufpassen. Da mach dir mal keine Sorgen. Wenn du irgendjemand ausspionieren willst, dann vielleicht am liebsten Astanio, damit er keinen Unsinn baut. Und es nicht noch alle ins Verderben bringt. Nee, der hängt immer mit diesen Magiern rum. Das ist mir zu gefährlich. Ah, ich verstehe, die könnten dich erkennen. Mhm. Aber da komme ich auf eine Idee. Du kommst unbemerkt durch die Stadt, nicht wahr? Ja. Ich bin ist dir langweilig? Spion. Aha, ganz genau. Ist dir langweilig? Tierisch. Dann habe ich einen Auftrag für dich. Mhm. Aufträge sind gut. In den nächsten Tagen wird es hier ganz schön verrückt. Die Angelegenheit, die hier geschieht. Sowieso schon? Ja, die Sache ist etwas kompliziert. Es nennt sich ein Prozess. Es dir zu erklären, hat, glaube ich, wenig Sinn. Aber in der Zeit werden die Dorfbewohner eventuell viele Dinge sagen. Alle möglichen Dinge werden sie erzählen. Viel über die Bürgermeisterin, viel über alles mögliche andere, über uns, über mich, über Astanio, über was weiß ich wen. Das alles ist mir nicht so wichtig. Was mich interessiert ist, was sie über die Drachengarde zu erzählen haben. Wenn das Wort Drachengarde fällt, dann merkt ihr, was sie sagen. Mhm. Und verschollen. Ja. Mhm. Und noch eins, ein leichteres. Verschollene Kinder. Verschrobene Kinder. Nein, verschollen. Verloren gegangene Kinder. Kinder, von denen keiner weiß, wo sie sind. Ja, das ist ja eigenartig. Wie können denn Kinder verloren gehen? Passt das ist die Frage. Auf? Das ist genau die Frage und du kannst es herausfinden. Was kriege ich dafür? Was willst du? Ich wüsste ja echt gern, wie das mit diesem Kuss funktioniert. Wie das funktioniert? Ich habe okay. Das noch nie gesehen. Okay, ich mache dir einen Vorschlag. Du findest was für mich raus und ich gebe mir Mühe, dir dann eine Gelegenheit zu bieten, es dir vorzuführen. Abgemacht. Abgemacht. Gut, aber das ist ein Fehler, habe ich gehört. Ne? Also eine Dummheit. Das ist schon ziemlich gut. Eine Dummheit ist nicht unbedingt gleich ein Fehler. Ach, vergiss es. Geh jetzt, du lenkst mich ab. Elena gehört durch das Fenster nur die Redeanteile von Jandrik. Und dann springt der Kater wieder an dir vorbei auf deine Schulter und dann auf den Boden. Läuft weg. Wow. Es ist auch vielleicht das, was die andere gut sein. Wow. Was zum... Ich glaube, ich brauche eine Runde Frischluft und die Lena macht sich auf den Weg irgendwie noch rund durch die Stadt und dann eine Runde um die Stadt, weil sie irgendwie gerade nicht drauf klarkommt und wird dann draußen in einer ruhigen Ecke auch nochmal Kampftraining, Schattentraining machen, aber
Wenn es jemand sieht, ist ihr das egal. Jandrik hört am Fenster, dass da sich jemand aufgehalten hat und jetzt von nach dieses Wow und dann sich von dann macht. Interessant. Ich versuche unauffällig zu sehen, wer da weggeht. Elena. Egal. Ja, und dann vertiefe ich mich wieder in meine Überlegungen. Und dann kommt es tatsächlich zu der Stunde, wo der Prozess stattfinden soll. Man hat sich darauf geeinigt, das nicht in der Stadt zu machen, sondern vor den Stadttoren. Und hat dort einen kleinen Hügel, eine Erhebung aufgebaut. Ein kleines Podest. Und man erwartet die beteiligten Leute. Frau Dergelstein wird von einigen Golgariten in Fesseln auf ihren Platz geführt. Natürlich sind auch die Vertreter des Heeres dabei, die von Mersings, die auch die Anklage, also die Richterschaft stellen und natürlich auch einige Praios-Geweihte und natürlich auch Boron-Geweihte und der Rest des Trosses. Einige Städte haben sich eingefunden. Man kann es jetzt schön beobachten, dass sich irgendwie so eine kleine Menschentraube rund um dieses Podest irgendwie zusammenfindet. Die Golgariten versuchen, die Sicherheit zu gewährleisten, haben so Absperrungen gemacht, es verhindert, dass sich die Menge in zu große Gruppen zusammenrottet, sondern haben so kleine Einteilungen gemacht, sodass sich nirgendwo zu viele Menschen auf einem Fleck bewegen, sondern immer in so kleineren Gruppen eingeteilt sind. Und tatsächlich scheinen sich aber auch die Soldaten des Heers und die Städte ein bisschen zu mischen. Gar nicht so. Also die scheinen ziemlich gut miteinander klarzukommen. Erstaunlich gut. Und ich denke, bis auf Mora wird auch jeder dem Prozess beiwohnen wollen. Dann fällt euch natürlich auch auf, dass Mora nirgendwo zu sehen ist. Der Baron von Mersing steht mit verschränkten Armen und redet zur Menge und stellt die Anklageschrift vor. Für was hat Jandrik denn jetzt die gute Frau Dergelstein spezifisch angeklagt? Soll ich das auflisten oder als Rede führen? Das kannst du dir aussuchen, wie du möchtest. Jandrik tritt vor. In die Mitte. Schaut zu den Zuschauern, schaut zu den Richtenden, schaut zu der Angeklagten und zu Astanio. Wir sind heute hier zusammengekommen, um über die Verbrechen einer Frau zu richten, die, wie dieser Prozess zeigen wird, mitverantwortlich ist für die Schrecken, die hier stattgefunden haben. Die, wie dieser Prozess zeigen wird, eine Anhängerin des größten und schrecklichsten Sünders und Verräters unserer Zeit ist. Eines Mannes, der ein ganzes Reich, einen ganzen Kontinent in Blut und Schande geführt hat. Eine Anhängerin Barbarats, eine Frau, die seine Reden offen führt und seine Ideen noch heute offen vertritt. Eine Person, die in seinem Namen hier geherrscht hat. Wir werden
von der Verteidigung Geschichten erzählen, wie sie gut und richtig war, wie sie versucht hat, den Menschen zu helfen. Aber bei all diesen Dingen dürfen wir nie vergessen, in welcher Zunge, in welchem Namen, in welchem Wort sie gehandelt hat. Für wen und für was sie gehandelt hat. Für die Person, die uns so viel genommen hat, für die Person, die unsere Eltern, unsere Kinder, unsere Zukunft, nein, ein ganzes Land uns gestohlen hat. Für die Person, die dieses Land in Asche und Schutt und in Untote geführt hat, in verräterische Religionen, die uns und die alles, an was wir glauben, in Frage stellen. Diese Frau ist eine Anhängerin Borbarats. Und als solche muss sie gerichtet werden. Als solche muss sie gerichtet und verbrannt werden. Das fordert die Anklage. Vielen Dank. Auf was plädiert die Verteidigung hinsichtlich dieser Anschuldigung? Diesmal ist es Astanio, der in die Mitte tritt, und den Umherstehenden fällt auf, dass Astanio sich recht nobel gekleidet hat, nämlich in der typischen Magierkluft, in einer weißen Robe, den Magierhut auf dem Schädel, und wie ein Dirigent hält er seinen neuen Magierstab in der Hand. Die Verteidigung plädiert auf Folgendes. Wir haben es in der Tat mit einer Anhängerin des Borbarats zu tun. Jedoch lässt uns nicht vergessen, dass diese Frau sehr viel für dieses Dorf getan hat unter der Jochschaft der Ostrabenmark. Lasst uns vor allem auch nicht vergessen, dass sie selber, und das weiß die Anklage ganz genau, Herr Eichblatt, darüber sich ausgelassen hat, dass nicht alles der borbaradianischen Lehren vertretbar sind. Und dass nicht alle der Umsetzungen richtig sind. Nein, sie hat sich die Teile herausgepickt, die nach ihrem Gusto, nach ihrer Meinung gut für die Allgemeinheit ist. Das mag ein Irrglaube sein, und ein Irrglaube ist immer noch menschlich. Doch fragen wir die Bürger hier, wird eindeutig im Laufe des Prozesses klar werden, dass hier keinerlei unmenschliche Dinge vollbracht worden sind. Ich plädiere deswegen auf Amtsentzug und auf eine... Jetzt muss ich mal kurz gucken. Auf eine Umschulung ganz nach Ruhezahls Sinne. Denn Frau Dergelstein ist nicht die erste Borbaradanerin, die nicht rehabilitiert worden wäre. Und damit tritt Astanio zurück. Umerziehung. Mhm. Amtsenthebung. Mhm. Das ist, sind eure Forderungen? Astanio nickt nur. Auf welches Strafmaß plädiert die Anklage, jetzt wo ihr die Verteidigung mit ihren Forderungen gehört habt? Hendrik schaut nochmal hinüber. Wir können. Dieser Prozess ist ein Sinnbild für die Art und Weise, wie wir in diesem Land richten wollen. Auf was wir heute entscheiden und heute tun, wird man noch in Jahren blicken. Wir sind am Anfang. Das ist der erste von vielen Prozessen. Diese Frau ist eine Anhängerin Borbarats. Die Verteidigung behauptet, sie hätte sich nichts
zu Schulden kommen lassen. Hier wäre nichts Schreckliches passiert. Doch es wird im Laufe der Verhandlung deutlich werden, dass hier sehr wohl alle möglichen sonderbaren magischen Dinge passiert sind, dass hier Opfer stattgefunden haben, in jedem Fall von Tieren, möglicherweise von Menschen. Und wenn das nicht im Sinne Borbarats und seiner kranken Lehren ist, dann weiß ich nichts. Wenn wir hier und heute anfangen, schon die offensichtlichste Verbrecherin zu begnadigen und umzuschulen, wo kommen wir dann hin? Ich fordere das Verbrennen dieser Frau. Einige der Prajoten klatschen sehr energisch Beifall. Nun, zumindest hat diese Frau zugegeben, nach ihrer Verteidigung der Lehren Borbarat anzuhängen. Das stimmt. Nicht wahr? In dem Sinne ist also ein Schuldspruch ziemlich einfach. Stimmt? Nein, ist er nicht. Aber ihr habt eben selber gesagt, dass sie zugibt, den Lehren Borbarats anzuhängen. Und? 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 Kriegen wir da noch eine Ergänzung oder war es das? Ach, es ist in Ordnung, sich Borbarat zu verschreiben. Ist das die Verteidigung? Nein, die Verteidigung habe ich eben hervorgebracht, Herr Eichblatt. Tun Sie nicht so, als hätten Sie diese nicht gehört. Gut, wenn es das war, können wir die Frau ja jetzt verbrennen. Macht es uns das besser, ein Menschenleben zu nehmen? Wollt ihr euch diese Schuld Aug um Aug, Zahn um Zahn auf euch laden? Das ist, was ich euch frage. Oder wollt ihr den Menschen hier, und das Tanjo zeigt auf die Ränge mit den Städtlern, zeigen, dass wir etwas Besseres sind? Ist es das, was ihr wollt, Eichblatt? Ihr kommt jetzt mit irgendwelchen moralischen Fragen. Aber die Tatsache ist doch, dass diese Leute sich vor Jahren Borbarat ergeben haben, einfach so, ohne großes Kämpfen, nur wenige sind gestorben. Es ist egal, in jedem Fall sind manche Leute gestorben und diese hier, leben. Richtig. Und haben sich dem Bösen verschrieben und dafür müssen sie bestraft werden auf brutalste Weise. Sie vergessen etwas ganz genau, Herr Eichblatt, in Ihrer Anklage. Wir haben hier es nicht mit einer Situation wie in Beilung zu tun, wo göttliches Wunder geschehen ist, um eine Verteidigung überhaupt aufrechtzuerhalten. Diese Menschen hier, und das wissen Sie genauso gut wie ich, haben sich damit arrangiert, um zu überleben. Wissen wir das? Vielleicht hatten Sie ja Profit davon. Dieses Land sieht ziemlich gut aus. Es sieht so aus, als hätte man hier wunderbar gelebt, wahrscheinlich mit den Hexereien Borbarats, mit irgendwelchen Zaubern, die dieses Land haben sprießen lassen. Oder wer oder was hat dafür gesorgt, dass es diesem Land so gut geht? Und dafür habe ich Gegenbeweise. Hiermit rufe ich Osko Gerdenthal in den Zeugenstand. Ein Raunen geht durch die Menge. Ja, Osko steht so ruhig, wie es ihm möglich ist, dann auf. Und in der Tat handelt es sich bei den hier praktizierten, nun wie bereits gesagt wurde, Ritualen um alles andere, aber keine Hexereien des Borbarats. Es handelt sich hier um eine altertümliche Variante der Perreine-Anbetung. Es geht um den Kult oder besser gesagt, es geht um eine Art Anbetung der Humus oder des Humus. Und diese gepaart mit den, und ich denke mal, die magisch Begabten im Plenum werden das bestätigen können, gepaart mit den magischen Gegebenheiten vor Ort, lässt diesen Ort fruchtbar werden. Auch ganzjährig. Habe ich das gerade richtig verstanden? Sie behaupten allen Ernstes, Herr Gerdenthal, dass
diese Hexerei hier kein Werk Borbarats wäre. Können Sie das beweisen? Nun, es gibt, und Oskar holt dabei in dem Moment sein großes Buch auf, es gibt einige Beispiele in dem Brevier der Pereine, die Gleiches erzählen. Es gibt in unserer Welt mehrere Beispiele, die das belegen können. Ich kann Ihnen gerne die Stelle raussuchen, wenn Sie möchten. Als wir hier ankamen, wir zwei und die anderen, wollen Sie bestreiten, dass wir da ein paar Bauern gesehen haben, die von irgendwelchen Opfern gesprochen haben und wir bis heute nicht wissen, was sie genau opfern wollten? Und ihr wollt ernstlich sagen, dass das Opfern von Menschen Pareine gefällig wäre? Das Opfern von Menschen steht nicht zur Debatte. Wir wissen es nicht. Astanium grätscht dazwischen. Es ist hiermit nach meiner Meinung absolut irrelevant, was eine Aussage sagen könnte. Wer keine genauen Beweise dafür vorzulegen hat, der kann sich nicht auf solche Wörter berufen. Okay, ich formuliere es anders. Es ist alles andere als klar, wer oder was geopfert wurde. Ist das richtig? Das ist richtig, aber genauso wie... Ich habe nicht Sie gefragt, die Verteidigung, sondern den verdammten Zeugen! Es ist durchaus belegt, wenn Sie sich im Dorf hier nochmal umhören würden, dass vor allen Dingen und vorrangig nur Tiere geopfert werden. Mir sind keinerlei andere Beispiele bekannt. Fragen Sie sie doch die Bauern, die hart arbeitenden Menschen dieser Stadt. Sie opferten ihre Ziegen, ein Kalb oder andere Tiere. Andere Sachen konnte ich nicht beobachten. Verstehe. Dergelstein flüstert zu Astanio: Sollen wir mit offenen Karten spielen? Das haben wir bereits besprochen. Lassen Sie mir die Verteidigung. Schwarzbach hat Menschen geopfert, das wissen ja alle. Nur Ganoven und Gauner. Aber Schwarzbach, richtig? Richtig. Mit meiner Zustimmung. Nun, diesen Fakt werden wir getrost unter dem Teppich kehren. Nur, wenn die Leute wissen das ganz genau, dass es hier Menschenopfer gab. Das können wir so nicht stehen lassen. Also, Herr Gerdenthal, Sie wissen, können also nicht bestätigen, dass es hier Menschenopfer gegeben haben soll. Dann ist es ja sicher kein Problem, wenn wir die Bürger dieser Stadt befragen. Ich sagte, dass ich das selber nicht mitbekommen habe. Es besteht durchaus die Möglichkeit. Und keine Frage. Und wäre das der Fall, dann wäre das doch dann ein eindeutiger Beweis dafür, dass es hier um Borbarats Machenschaften und nicht um den von Ihnen angeführten Kult geht. Nun, auch das hat nicht zwingend etwas mit Borbarat zu tun. Was soll das heißen? Wie gesagt, es ist kein namentlicher Pereine-Kult hier. Sie beten Humus an, die Kraft der Erde. Und die opfert Menschen? Nein. Sie braucht Blut. Welches Blut ist da hingehend? Nun, irrelevant. Herr zu Johannesberg. Was denn? Schwarzbach war Tagunitot-Anhänger. Er wollte nur Menschenopfer. Vielleicht können wir damit punkten, dass ich ihn eingegrenzt habe auf Straftäter. Immerhin, er war, bevor ich hier Bürgermeisterin wurde und ihn in die Grenzen weisen konnte, gab es hier viel mehr Menschenopfer. Dann werden wir jedoch darauf warten, bis dieser Punkt durch die Bürger bestätigt werden. Erst dann ist es taktisch klüger, sich darauf zu verteidigen, als gleich alles zuzugeben. Ich habe keine weiteren Fragen an den Zeugen. Hat die Verteidigung noch Fragen an den Zeugen? Nein. Dann ist der Zeuge entlassen. Du setzt dich wieder? Nun, wir haben also die Aussage, dass es sich hier um einen durchaus pereine gefälligen Ritus handelt.
wenn auch um einen sehr unüblichen. Ich möchte die Verteidigung und die Anwesenden des Sonnengottes noch einmal darauf hinweisen, dass selbst in der zwölfgöttlichen Kirche Menschenopfer nicht gern gesehen, aber auch nicht wirklich gänzlich unüblich sind. Ich erinnere an die Riten der Rondra und der archaischen Rondra-Kirche, Blick zu Ilina, und auf Riten der Chorkirche. Das ist durchaus verstanden. Dennoch stellt sich hier ja die Frage, in wessen Namen und auf welche Weise und zu welchem Zweck all dies geschehen ist. Und wenn, wie die Anklage sich sicher ist, es hier darum ging, Barbarats Macht weiter zu stärken, selbst nach seinem Tod hinaus, und die dunkle Mutter zu verehren, dann ist diese Frau schuldig und muss sterben. Herr von Jannisberg, was meint die Verteidigung? Zu welchem Zwecke waren die Opferungen, falls es sie gegeben hat, hier vorgesehen? Die Opferungen waren dafür da, um die Kornkammern, also die Ernährung des Dorfes, zu sichern. Wie ihr bereits in Neu-Ogrenmacht vermutlich gesehen habt, sind herkömmliche Arten der Feldbestellung hier absolut unzuträglich und würden es nicht schaffen, eine solch große Stadt wie Geistfeld oder auch ihre Umgebung zu ernähren. Weil dieses ganze Land verdorben und verheert ist von Barbarats Schergen. Das streitet keiner ab, Herr Eichblatt. Darum geht es hier aber nicht. Ach ja, ich dachte, deswegen wären wir hier mit der Armee. Wir sind hier mit der Armee, wir reden hier aber gerade um den Prozess. Bitte bleiben Sie beim Thema. Was ist das Thema? Nachfrage. Sie als Magier, Herr von Jannisberg, welche Rolle spielt Blut in magischen Ritualen? Wie ist Ihre Einschätzung? Nun, Blut spielt in magischen Ritualen meistens leider eine recht negative Form. Beispielsweise Blutopferung, Blutmagie ist verpönt, das ist allen bekannt. Jedoch muss ich daran erinnern, dass es auch unter der hiesigen Rondra-Kirche Blutopferung in Form von Selbstverstümmelung gibt. Hm. Aber das heißt, aber allgemeine... Die Blutopferungen haben also keine direkten Verbindungen zu den magischen Phänomenen hier. Nein. Wie wir gerade schon auf die Aussage von Herrn Gerdenthal haben hoffen können, hören können, sind diese Blutopferungen eher in Form einer achiachischen Version der Pereine. Also ist es gänzlich unmagisch, was hier passiert, sondern ist alles ein göttliches Wunder. Das entzieht sich leider meiner Einschätzung. Nun, Sie sind Magier. Finden hier magische Phänomene statt oder nicht? Natürlich, das auf jeden Fall, aber das hat nichts mit der Blutopferung zu tun. Wir stehen hier auf einer Kraftlinie der Magie. Das ist eine, wie beispielsweise Ihnen, wenn gewollt, im Zeugenstand Frau Ratte bezeugen kann, eine Errungenschaft oder eine Erkenntnis, die nicht nur hier, sondern beispielsweise auch auf unseren Akademien zurückzuführen sind, die im Westen gegründet worden sind. Denn dort ist es viel einfacher, bekanntlicherweise Magie zu führen und auszuwirken. Das sind neue Erkenntnisse, die noch nicht ganz erforscht sind. Und Anklage, Ihr Vorwurf ist es, dass diese Blutmagie hier barbarianischen Ursprungs und damit gänzlich auf diese Frau zurückzuführen ist.
Das ist exakt die Frage, die wir hier erklären müssen. Eindeutig ist, und Befragungen der Bevölkerung werden das sehr eindeutig machen, dass es hier auch Menschenopfer gegeben hat. Die Frage ist, für wen diese Opfer waren, wer sie exakt veranlasst hat und warum und was sie letztlich bewirkt haben. Sind diese Opfer der Grund für das Blühen der Natur oder war vielleicht noch etwas anderes, etwas Schrecklicheres im Plan, das dieses Land ganz und für immer verheeren sollte? Wir haben in Ogren Wacht und Tote herumlaufen sehen. Vielleicht hat das ja auch damit zu tun, wer weiß das schon? Nun, dann rufe ich doch mal die von Herrn von zu Jönnesberg angesprochene Fräulein Rattel in den Zeugenstand, um noch einmal eine Expertise der Magierschaft vorzutragen, was das angeht. Und sie kommt, stellt sich noch einmal vor. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber ich muss meinem Kollegen in einer gewisser Weise widersprechen. Es kann natürlich sein, er ist auf der Akademie zu Beilung ausgebildet und war in den letzten Jahrzehnten nicht auf dem neuesten Stand der Forschung. Deswegen bitte ich es nachzusehen, dass diese Details in magischem Wissen vielleicht nicht in seinem Hinterkopf präsent waren. Allerdings sehen wir hier tatsächlich in diesem Örtchen eine sogenannte Kraftlinie wirken. Soweit war Herr von Jönnesberg richtig informiert. Diese Kraftlinie ist allerdings wirklich magischen Ursprungs und vor allen Dingen, so haben wir auch schon den Herrn von Gerdenthal gehört, dem Element Humus zuzuordnen. Das heißt, es handelt sich hier um elementare Magie, elementare Beschwörung. Wir können in den umliegenden Hainen und Feldern das Wirken von Elementargeistern und von Erdjinnen feststellen. Das heißt, die Bevölkerung dieses Dorfes muss Mittel und Wege gefunden haben, die Magie der Kraftlinie zu nutzen, um diese Elementargeister für sich arbeiten zu lassen. Die übliche Form dafür ist elementaristische Beschwörungsmagie. Die ist nicht verboten, wird überall möglichst ausgeführt und ist durchaus Bestandteil der magischen Gilden. Was das mit den Opfern zu tun hat, kann ich auch einfach erklären. Nun, Blut ist durchaus verpönt als magischer Fokus, jedoch in Beschwörungssachen nicht unüblich. Es wirkt verstärkend und kann durchaus dazu führen, dass eine ungezügelte magische Kraft durch Blut verstärkt, eine Wirkung entfaltet, obwohl man selbst keine magischen astralen Kraftauslöser hinzufügt. Frage: Ist für diese Blutmagie, von der Sie da sprechen, das Töten der Opfer unbedingt notwendig? Das käme darauf an, wie geübt ein solcher Beschwörer denn ist. Und ich denke, geübte Elementaristen würden das verneinen. Sie würden nun Blutvorräte nutzen, kleine Blutmengen, und dann ihre eigenen astralen Kräfte nutzen können, um die Verstärkung zu erreichen, die sie brauchen. Das heißt, in diesem Fall Menschen zu opfern, ist eine unnötige Grausamkeit, die nichts mit einer Verehrung zu tun hat oder vor allem auch nichts mit der magischen Wirkung. Ich weiß nicht, ob man von Grausamkeit sprechen kann. Was ich hier wohl wahrnehme, ist eher ein ungeübter Umgang mit Elementarkräften. Ein Nichtwissen, wie es anders geht, wenn Sie verstehen, was ich meine. Und hier kann ein Töten durchaus eine verstärkende Kraft haben, weil dadurch mehr Lebensenergie freigesetzt wird und dadurch auch die astralen Kräfte anders oder stärker verstärkt.
Was ich hier wahrnehme, ist stümperhafte Laienarbeit. Verstehe. Es ist so, als würde man einem Kind nun den Zugang zu höchst komplexen magischen Phänomenen geben. Und was die Verbindung zur Pareine-Kirche angeht, die archaischen Formen der Elementaristik sind durchaus verwoben mit kirchlichen Strukturen. Von da aus kann ich Herrn Gerdenthal nur zustimmen, wenn auch er wahrscheinlich durch sein Brevier nicht sonderlich gut geschult ist in der Elementaristik. Die ursprünglichen Kirchenformen haben durchaus gewusst, mit Magiern zusammenzuarbeiten und sich gegenseitig beeinflusst. Aber die elementaristische Beschwörung ist in dieser Zeit auch nun stärker vorangeschritten als noch vor der Borbarat-Krise. Wenn Sie verstehen, die elementaristische Beschwörungsformeln sind erst mit der Borbarat-Krise wieder aufgetaucht, die jahrelang verschollen waren. Das Wissen darum, wie alles hier funktioniert, ist also vielleicht diesen Menschen überhaupt niemals zugänglich gewesen. Das Einzige, was sie vielleicht wissen, ist, dass es hier magische Phänomene gibt, was sich ein Laie allerdings nicht erklären kann, weil es magisch ist und nicht weltlich. Keine weiteren Fragen. Vielen Dank für Ihre Expertise. Ich möchte nun einige Bürger in den Zeugenstand rufen. Gern. Und Jantrik ruft ein paar verschiedene Bürger in den Zeugenstand, mit denen er allen vorher gesprochen hat. Und alle, die er in den Zeugenstand ruft, sind Leute, die davon überzeugt sind, dass nicht die Bürgermeisterin die Opfer vorangetrieben hat, sondern eben, wie hieß der Name? Schwarzbach. Sondern eben Schwarzbach. Ihr Zeuge, Herr von Jannesberg. Sagen Sie Ihren Namen. Ehrenfreud. Beruf? Flavius Ehrenfreud. Beruf? Bauer. Ist es richtig, dass Sie bei den Ritualen tätig waren, die für die Befruchtung dieses Landes zuständig sind? Ja, das ist so richtig. Was haben Sie geopfert? Wie viele Menschen haben Sie umgebracht? In letzter Zeit weniger. Was soll das heißen, in letzter Zeit weniger? Vor ein paar Jahren, als der Herr von Schwarzbach hier noch ansässig war und das Sagen hatte, haben wir regelmäßig Menschen opfern müssen, damit diese Elementargeister, er schaut so zu Frau Rattel, auftauchen. Moment, ich verstehe nicht ganz. Wir reden hier nicht von irgendeinem Schwarzbach, wir reden von der Bürgermeisterin, die das alles eingefädelt hat. Nein. Sie hat das nicht angeleitet, dass das hier passiert. Da war sie noch gar nicht in der Stadt. Wer soll dieser Schwarzbach sein? Das ist der Herr, dessen, der ihm die Villa, die abgebrannte Villa auf dem Berg gehört. Und wo ist dieser Mann? Er ist im Feuer umgekommen. Ah, das ist ja praktisch. Wie lange ist die Bürgermeisterin schon Bürgermeisterin? Seit einigen Monaten. Und Sie wollen ernsthaft behaupten, dass seit dieser Zeit es weniger Menschenopfer gegeben hat? Ja. Sehen Sie die Leute da drüben? Das sind alles Zeugen, die ich auch noch aufrufen werde. Ich möchte Sie erinnern, ja, dass Sie hier die Wahrheit zu sagen haben. Thesilius, den kenne ich, der wird dasselbe sagen. Und die Elfmine, die auch, ja. Das können wir Ihnen alle bestätigen. Als wir sie gewählt haben, haben wir das gemacht, weil sie versprochen hat, dass wir
dass wir mehr Geld bekommen, wir Bauern. Wir wollten uns unabhängiger machen von Schwarzbach. Wissen Sie, der hat uns sehr viel Geld abgenommen. Und als sie dann Bürgermeisterin wurde, dann dürften wir auf eigenes Geld zurückgreifen. Wir haben was dafür bekommen, dass wir hier arbeiten. Sie wollen mir allen Ernstes erzählen, dass ein erklärter Anhänger Borbarats sich humaner verhalten haben soll als ein Verkäufer von Wein? Ja, ich fand, Schwarzbach war ein Freund des Nekromantenrats. Keine weiteren Fragen. Ich habe aber weitere Fragen. Ihr Zeuge von Jellisberg. Stimmt es, dass durch die Umsetzungen von der Bürgermeisterin es dazu gekommen ist, dass sie nicht nur mehr verdient haben, sondern dass weniger Menschen geopfert worden sind? Sie hat dafür gesorgt, dass es einen Grund braucht, um einen Menschen zu opfern. Schwarzbach hat das einfach so gemacht. Was meint ihr mit Grund? Der sieht stark aus, dein Sohn muss leider für das Wohl des Weinbergs geopfert werden. Und das hat sie verhindert. Sie hat gesagt, nur jemand, der Böses tut, also zum Beispiel der Alte von Fluss, der hat ständig, die jungen Frauen angegrapscht, wissen Sie. Und an den Weinfesten hat, wir mussten alle auf unsere Töchter aufpassen. Und einmal hat man ihn erwischt, die Drachengarde hat ihn erwischt und die Frau Dergelstein hat dann dafür gesorgt, dass er geopfert wird, weil er sich an den Frauen vergeht. Das heißt im Grunde, damit ich das auch ganz richtig verstehe, seit Frau Dergelstein in ihrem Amt war, sind nur Leute geopfert worden, die ein Verbrechen begangen haben, welches dafür angemessen war, zu sterben. Ja, seit ein paar Wochen auch gar keiner mehr, weil die Elementargeister auch einfach so erschienen sind, ohne Opferung. Also danke sehr. Damit ergibt sich Folgendes aus der Verteidigung. Ist es nicht so, dass auch im Westen Verbrecher hingerichtet werden? In der Tat. Jetzt sehen wir uns folgende Sachlage an. Aus den Augen eines Bewohners der Ostrabenmark. Es ist schwierig, aber es ist in diesem Fall vonnöten. Dieser Mensch wird sowieso sterben. Habe ich recht? Ja. Das hieß, Sie haben noch einen Genutzen für die Allgemeinheit aus dem Tod des Menschen gezogen. Das war die Erklärung von der Frau Dergelstein, ja. Gut, keine weiteren Fragen. Verneigt sich vor dem von Mersing und geht wieder runter. Ankläger. Ein weiterer Zeugen? Ja, Jandrik führt noch weitere von diesen Bauern auf, die sehr wahrscheinlich alle ähnliche Dinge sagen. Genau. Vor allen Dingen kommt raus, dass halt seit einigen Wochen, was sich ungefähr mit dem Fall des Todeswalds deckt, überhaupt keine Blutopfer mehr stattfinden mussten. Jandrik verlagert dann seine Fragen immer weiter in Richtung diesem Schwarzbach und wo der denn jetzt ist und wer denn dann da noch zur Verantwortung zu ziehen sei. Die Schreiberin, die du dann im Zeugenstand hast, eine etwas von dem gehobeneren Art, die ist sehr verschnupft und hat eine deutliche Erkältung. Ich fürchte, da kann man sonderlich viele Leute nicht mehr zur Rechenschaft ziehen, wissen Sie? Also das Fest von dem Herrn Schwarzbach auf oben im Anwesen, als das große Feuer ausgebrochen ist, da waren quasi alle seiner Verbündeten anwesend. Also fast alle. Und sie sind alle umgekommen.
Und ausgerechnet die Bürgermeisterin hat überlebt? Wie kommt denn sowas zustande? Diese Frage kann ich beantworten. Meine Mandantin ist von Herrn Schwarzbach entführt worden und konnte nur knapp einer Opferung ihrerseits entkommen. Warum sollte denn der Schwarzbach die Anführerin dieses Ortes opfern wollen? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Haben Sie dafür Beweise? Natürlich habe ich dafür Beweise. Schwarzbach war dafür bekannt, gierig zu sein und nach der Macht zu streben und sich wieder die vollendete Macht des ganzen Dorfes anzueignen. Die Frau Bürgermeisterin war ihm ein Dorn im Auge, denn sie hat gegen ihn sozusagen einen Wall aufgebaut. Einen Wall, der ihn nicht ganz abhalten konnte, aber wenigstens den größeren Schaden abhalten. Keine weiteren Fragen. Bergelstein beugt sich zu Astani rüber. Ihr habt mich doch gerettet. Warum sagt ihr das nicht? Ganz einfach. Wir haben doch gesagt, es ist ein Schauprozess. Wenn jetzt Jandrik sagt, dass er euch gerettet hat, dann wird er nicht mehr für ernst genommen. Doch mehrere. Vielleicht fragst du die Amazone oder so. Die wird doch wohl auch ziemlich viel Ansehen haben, zumindest die Rondra-Leute hier in dem Gefolge zu überzeugen. Die war doch dabei. Die hat mich sogar getragen. Seid ihr euch sicher? Wollt ihr das? Der Typ sieht nicht überzeugt aus von dem, was du gesagt hast. Ich rufe Elena von Kurkum in den Zeugenstand. Elena, die neben Osku gesessen hat und dem Ganzen zugelauscht hat, es wirkt etwas erschrocken. Ich komme und tritt dann auch in den Zeugenstand. Schaut so die beiden an, schaut zu Astanio. Frau von Kurkum, ist es wahr, dass Sie die Frau Dergelstein aus dem Gebäude des Schwarzbachs gerettet haben? Zusammen mit Ihnen. Sie haben da, sie war im desolaten Zustand. Sie war bewusstlos und absolut nicht ansprechbar, auch für mehrere Stunden nicht. Die haben sie tatsächlich da rausgetragen müssen, weil sie nicht selbst dazu in der Lage war, offensichtlich mit irgendeinem Mittel betäubt gewesen. Das heißt, sie war nicht in irgendeiner Weise im Begriff ihrer eigenen Sinne und war Schwarzbach komplett ausgeliefert, richtig? Ja, genau das. Sie war einfach hilflos, ja. Das heißt auch im Umkehrschluss, dass Schwarzbach sie ohne Probleme hätte opfern können, wenn er dies denn gewollt hätte und somit eine politische Gegnerin aus dem Weg schaffen. Durchaus, selbstverständlich. Danke, keine weiteren Fragen. Ihr Zeuge, Eichblatt. Zeugin, Verzeihung. Frau von Kurkum. Können Sie mit Sicherheit sagen, dass die Bürgermeisterin von Schwarzbach angegriffen wurde? Tatsächlich kann ich das nicht, aber da ich einen Job zu erledigen hatte, ich habe eine Freundin begleitet auf dem Fest, aber ja, wenn man eine offensichtliche politische Feindin in einen derartigen Zustand bringt, dass sie sich nicht wehren kann, dass sie nicht Herrin ihrer Sinne ist, ihres eigenen Körpers. Es ist ihm zuzutrauen. Es ist Eben kennengelernt, da ist ein schmieriger Kerl gewesen. Aber jetzt ist er aus dem Weg geschafft. Er ist tot, nicht wahr? Davon ist auszugehen. Er war ja im Haus, als es gebrannt hat. Ich war seit dem Vorfall nicht mehr oben. Verstehe. Keine weiteren Fragen.
Gut, dann können Sie gehen. Danke. Und die Lena tritt wieder herunter und setzt sich wieder zu Osko oder stellt sich dann zu Osko. Gibt es noch weitere Zeugen von Anklage oder Verteidigung? Nein. Nein. Dann bietet sich mir jetzt hier folgendes Bild. Wir haben eine Frau, die zugibt, den leeren Borberats anzuhängen, allerdings verurteilt, was dieser im Kampf gegen das Mittelreich und auch hier im Landstrich angestellt hat. Sehe ich das richtig? Das ist richtig. Und ich sehe eine Frau, die hier diese Stadt zu einem besseren gemacht hat und aus den Fängen eines Tagunitot-Anhängers zumindest versucht hat zu befreien. Richtig. Oder es abzumildern. Das zumindest ist das Hörensagen. Beweise scheint es dafür nicht zu geben. Es haben etliche Zeugen belegt. Und sie alle drücken die Schuld auf einen Mann, der bequemerweise jetzt tot ist. Und von der Drachengarde ist auch keine Spur. Wollen Sie wirklich zulassen? Und Jadrik steht jetzt auf und schaut in die Runde, dass die Verbrechen, die hier über Jahre begangen wurden, ungesühnt bleiben? Vielleicht war diese Frau nicht die schlimmste Verbrecherin hier. Vielleicht hat sie diese Morde nicht verursacht. Vielleicht hat sie diese Magie nicht erzwungen. Aber sie war jetzt und ist jetzt die letzte Verantwortliche, die wir zur Verantwortung ziehen können. Sollen wir wirklich zulassen, dass wir solche Leute begnadigen? Wir kommen in dieses Land, um es zu befreien. Es wird Zeit, dass wir es ausbrennen, dass wir die Verbrechen dieser Leute besiegeln und ausbrennen. Wir müssen sie mit derselben Härte schlagen, wie sie gegen uns vorgegangen sind, wie sie gegen unsere Familien und unser Land vorgegangen sind. Wir können doch nicht zulassen, dass solche Leute nicht bestraft werden mit der schlimmstmöglichen Bestrafung. Der Prajos-Geweihte neben von Mersing steht auf. Bei allen Anschuldigungen, Herr Eichblatt, mäßigen Sie Ihren Ton. Wir sind hier, um Gerechtigkeit zu sprechen im Namen des Herrn Prajos und der Sonne. Gerechtigkeit, nicht Vergeltung. Wenn ich das Verteidigungsendplädoyer vortragen darf, Euer Ehren. Von Mersing schaut zum Prajos-Geweihten. Der schaut Jandrik ernst an, mit so einem richtig starren Blick. Jandrik steht da mit wütenden Augen. Man sieht in seinem Gesicht nur puren Hass. Am liebsten würde er diese Frau, das sieht man ganz eindeutig, sofort selbst zur Strecke bringen. Es ist eine persönliche Angelegenheit. Der Prajos-Geweihte wendet sich zu von Mersing. Ich möchte, dass die letzte Kommentar aus dem Protokoll gestrichen wird. Schauen Sie in die Augen des Anklägers. Er spricht nicht gerecht. Im Sinne des Herrn Prajos, er spricht mit Hass. Er spricht von Vergeltung und Blutrache. Und ihm ist es egal, wer leiden muss, ob der oder sie schuldig ist oder nicht. Das ist nicht der Weg des Herrn Prajos. Setzt sich wieder. Die Verteidigung hat das Wort, meint von Mersing. Nach diesem Prozess haben wir folgende Dinge klargestellt. Meine Mandantin ist mitnichten unschuldig. Das möchte hier keiner behaupten und das möchte auch meine Mandantin nicht behaupten. Doch hat sie im Auge der Katastrophen und im Auge der Unmenschlichkeit ihr Bestmögliches getan, um dieses Dorf zu retten, diesen Bewohnern ein besseres Leben zu ermöglichen. Dazu zählen ist noch, dass sie selber sagt, dass Borberats Lehren nicht in der Umsetzung nicht richtig sind. Dann kommt noch ein Zwischenruf, das würde ich auch behaupten.
Dazu kommt auch noch, dass sie sich hier freiwillig gestellt hat und nichts verneint. Sie hat Menschenleben gerettet, wo es ging. Wir haben besondere Umstände in diesen Landen. Ich kenne sie gut genug. Niemand in diesen Landen ist frei von Schuld. Doch wenn wir es mit Vergeltung und mit Blutrache an einer einzelnen Person versuchen, wieder richtig gerade zu biegen, sind wir nicht besser als jener Magier, der diese Verbrechen getan hat. Denn er und niemand sonst ist verantwortlich für die Verbrechen. Wir können nicht eine Person, eine Anhängerschaft, die diese vielleicht diese Verbrechen unterstützt hat, aber nicht als Haupttäterin in Frage stellen. Und darum plädiere ich auf folgende Maßnahmen, die ich bereits von Anfang an vom Prozess erfragt habe. Amtsenthebung, Umerziehung und Abschwörung der Lehren des Borberat. Danke, die Verteidigung ist geschlossen. Da die Anklage nicht fähig ist, ein neutrales Anklageplädoyer zu halten, übergebe ich das Wort noch einmal an den Werten Loot. Der Praius-Geweihte steht auf. Verzeihung. Die einzige Sache, die hier noch zur Debatte steht, ist, ob Frau Dergelstein die Wahrheit spricht, wenn sie sagt, dass Borberats Lehren irren in den Punkten, die Eichblatt angesprochen hat. Es gibt in der Zwölfgötterkirche Platz für die Nanduskirche mit ihrem Heiligen. Umstritten ist hier Borberat tatsächlich Teil davon. Eventuell könnte es sein, dass man sich auf diese Statuten einigen kann. Und es ist einfach nach mir, nach der Zunge zu reden. Und der Zwischenrufer hat recht. Man kann viel behaupten, um dem Feuer und dem Rachestrahl Praios zu entgehen. Denn Rache gehört auch dazu. Aber nur, wenn es gerechte Rache ist. Und so schlage ich dem Gericht vor, hier vor allen Leuten, diese Frau, so schwer es mir fällt, Nandus gefällig und Praios gefällig, zur Wahrheit zu zwingen. Allerdings nur, wenn sie dafür einverstanden ist. Herr von Jannisberg, beraten Sie sich mit Ihrer Zeugin. Mit Ihrer Angeklagten. Sie haben die Anklage gehört. Was meint er mit Zwing? Wahrheitszauber, würde ich vermuten. Da kann viel gefragt werden. Das ist richtig. Sollten wir das machen? Ihr seid mein Verteidiger. Kann viel schief gehen, je nachdem, was gefragt wird. Ich persönlich halte diese Taktik für unmenschlich. Doch leider ist sie durchaus üblich bei Verbrechern. Ich habe noch ein einziges Ass im Ärmel. Das werde ich jetzt nun ausspielen. Ansonsten müssen wir die Anklage, sollte sie so fallen, annehmen. Welches Ass? Haben Sie schon mal etwas von Fräulein Scharlachkraut gehört? Mhm. Die Hochgeweihte der Borberatkirche. In der Tat. Haben Sie davon gehört, was mit dir passiert ist?
Ich habe viele Sachen über sie gehört. Was meinen Sie? Sie wissen, dass sie nicht mehr die Hochgeweihte der Barbaratkirche ist. Sondern? Ihr wurde jenes Urteil zuteil, was ich für sie versuche, hier einzuklagen. Durch seine Reden Sie weiter. Durch Ruhezahl, Rehabilitierung. Rehabilitierung. Wie läuft das ab? Nun, Ihnen werden die Fehler Ihres Handelns klargemacht und gezeigt, wie man mit Ihrer Einstellung dennoch nach den Gesetzen des Westens leben kann. Ohne dagegen zu verstoßen und ohne jemanden auf die Füße zu treten und vor allem ohne sich selbst zu verraten. Wann soll diese Rehabilitierung gewesen sein? Ich kann Ihnen keine Jahreszahlen nennen, Frau Dörrenstein. Nach welchem Ereignis? Meines Wissens nach wurde einer der Kirchen des Barbarats erobert oder aufgedeckt, würde man es besser nennen. Und sie wurde gefangen genommen, nachdem gewisse Riten aufgehalten worden sind. Ich kenne mich nicht genau darüber aus. Das sind Berichte, die lange zurückliegen. Ich meine, ja. Ruhezahl ist inzwischen gestorben. 1002 nach Bosporans Fall. In der Tat. Aber es ist ein Strang, der auch heute noch nach meiner Meinung... Das ist kein guter Trick, Astanio. Zwischen Warum? Der Begnadigung und der Reinigung hat sie erneut den Bruch begangen. Sie ist nun, jetzt gerade... die hochgeweihte Barbarats in der Neo-Barbadianer-Kirche. Astani stöhnt leise auf. Diese Informationen sind mir neu. Gut, dass ihr jemanden aus der Barbadianer-Kirche habt hier. Vielleicht dann könnt ihr das als Schachding anbieten. Ich würde mich als Kronzeugin zur Verfügung stellen. Das ist natürlich ein Argument. Das könnte euch helfen. In der Tat. Ich sage aus als Kronzeugin, wenn bei diesem Wahrheitsbefragungsding nur eine Frage gestellt werden darf. Und die wäre? Da will ich nicht festlegen. Alles klar. Die Verteidigung hat einen Kompromiss zu machen mit der Anklage. Schlagen Sie vor. Wir haben hier eine Frau, die sich in der Barbaratkirche auskennt. Diese Frau bietet an, Kronzeugin gegen Scharlachkraut zu agieren, wenn in diesem Wahrheitszauber nur eine einzige Frage gestellt werden darf. Ihr wisst doch gewiss, von wem ich rede. Herr Eichblatt. Kommt ihr mit einer Frage klar? Ja. Eine Frage sollte mehr als ausreichen, um sie zu entlarven. Dann haben wir eine Einigung, würde ich sagen.
Ich würde mich dafür aussprechen, dass der Wahrheitszauber von Frau Rattel ausgeführt wird. Der Priot Lud steht abermals auf. Ein Zauber wäre nicht Prios gefällig. Ich werde ein Wunder des Prios hervorrufen. Im Angesicht von Prios wird niemand lügen dürfen und können. Nun gut. Ist das in Ihrem Interesse, Herr Eichblatt? Selbstverständlich. Das sollte mehr als genug sein. Dann führt man Dergelstein nach vorne und der Priot beginnt mit einer Liturgie des Prios, die zur Wahrheitsfindung und zum Wahrheitszwang führt. Schaut dann Jandrik an, als es Dergelstein anfängt, in einem schillernden Weiß zu schimmern. Stellt eure Frage. Hendrik, tritt einen Schritt näher. Ihr müsst ihr in die Augen sehen. Er nickt. Vorher schaut er aber noch einmal zu Astanio, blickt ihn an. Ein kurzes, kaum sehbares Lächeln. Dann blickt er die Frau an. Er kennt die eine Frage, die sie zerstören würde. Er weiß ganz genau, was er fragen muss, damit sie jetzt auf dem Schalterhaufen steht. Er weiß, was sie antworten würde. Sie hat es ihm schon geantwortet. Wer hat die Menschenopfer veranlasst? Ursprünglich Jardin Schwarzbach. Hendrik tritt einen Schritt zurück. Verehrtes Gericht, im Angesicht dieser durch Braas versicherten Wahrheit, dass die ursprüngliche Intention nicht von dieser Frau ausgeht, sondern von einem Mann, der schon von den Göttern gerichtet wurde, ziehen wir unsere Forderungen des Scheiterhaufens zurück. Aber noch einmal möchte ich betonen, dass es eine Form von Strafe für all jene geben muss, die dieses Land in diesen Zustand gebracht haben. Nein, ruft es jemand aus der Menge. Nein, das kann nicht sein. Nein, sie muss brennen. Und die eine Traube bildet sich, formt sich um einen der Prioten, der in der Zuschauerschaft steht, auf einen Stab mit einem Sonnenzepter gestützt. Mit halserfülltem Blick schaut er nach oben. Und Jandrik dreht sich nochmal hin und meint, ja, wie alle gesehen haben, gibt es nichts auf der Welt, was ich mehr wünsche, als dass diese Frau hier du und jetzt brennt. Du bist gekauft. Dir vertraue ich kein Wort. Und wir schwenken zu Mora. Während dem Ganzen. Ja. Mora packt den Zettel ein. Sie hat ihn noch einmal vor sich genommen, mit der Bitte um ein Treffen. Sie ist, kaum hatte der Prozess angefangen, hinabgegangen aus ihrem Zimmer, nach draußen getreten, zum Hintereingang der Garnison gegangen, aber nicht unüberlegt. Sie hat viele Wege genommen, hat sich den Weg gut eingeprägt, die Gegebenheiten. Sie will nicht überrascht werden, denn auch der Weg dahin könnte ein Hinterhalt sein. Ein wenig ärgerlich, dass Jandrik die Anklage führt. Denn
Er wäre eine gute Rückendeckung gewesen. Vielleicht die einzige, die nicht entdeckt worden wäre. Und jemanden hier zu kaufen, naja, die Vorbereitungszeit war zu gering. Deswegen muss sie sich auf ihre eigenen Instinkte verlassen. Und so schleicht sie durch die Gassen zu diesem Hintereingang, zu den Fässern, die beschrieben wurden. Und sie hat den Dolch schon gezückt, in einem Ärmel verborgen. Zur Verteidigung, nur so, aber wer weiß. Und so tritt sie, den Mantel eng um sich geschlungen und mit dem Hut auf dem Kopf, zu diesen Fässern, ganz leise, um nichts zu verpassen, was sich hinter ihr oder neben ihr oder in den Schatten abspielt. Da lehnt eine Gestalt in eine braune, in einen braunen Mantel geschlungen, mit dem einen Fuß auf dem Boden, mit dem anderen an der Wand gelehnt, eine Pfeife rauchend an der Wand, einen großen Schlapphut tief ins Gesicht gezogen. Sie geht auf ihn zu, bleibt aber in ein paar Meter Abstand stehen. Räuspert sich noch nicht einmal, ganz still und wartet. Pfeife? Immer noch nicht, nein, danke. Schön, dass du gekommen bist. Schön, dass du dich blicken lässt. Es ist Jahre her. Es fällt mir nicht einfach, zurückzukehren in dieses Land. Zurück? Gerade hierhin. Und Mora blickt sich ein wenig nach links und nach rechts, versucht abzuschätzen, ob da noch mehr sind oder ob sie wirklich alleine sind. Kannst niemanden erkennen. Dann macht sie noch einen kleinen Schritt auf ihn zu. Was machst du hier? Begleite das Heer. In wessen Namen? Ich fürchte, das ist geheim. Und ich glaube nicht, dass du genug Geld hast, um es aus mir herauszubestechen. Ach, glaub mir, nachdem du mich um so viel Taler gebracht hast. Eben. Du kannst nicht gut mit Geld umgehen. Ha! Ich habe es doppelt und dreifach verdient. Fünffach, zehnfach. Glaube mir, wenn ich mich so kleiden würde, meines Standes, meines Geldes entsprechend, würde ich hier in Gold aufwarten. Fex war gut zu dir. Ja, hart verdient. So wie es sein soll. Aber ich glaube, diese Sache mit dem Geld, heute werde ich es dir nicht abluchsen können. Das passiert vielleicht ein anderes Mal. Ich freue mich drauf. Ich glaube nicht, dass du das schaffst. Vielleicht in ein paar Jahren. Du hast mir doch so viel beigebracht. Ja, es gibt noch so viel zu lernen. Warum sehen wir uns jetzt? Weil ich deine Hilfe brauche. Oh? Hilfe bei was? Bei meiner Aufgabe. Sie schmunzelt ein wenig selbstgefällig. Bei was könnte ich dir helfen, wenn meine Fähigkeiten doch so limitiert sind, wie du sagst? Nun, du kennst dich hier gut aus. Und ja? Vor allen Dingen bist du. Und ich bin ich. Und falls etwas schief geht, würde ich viel lieber davon ausgehen, dass du erkannt wirst und nicht ich.
Weil mein Name hier eh schon verschrien ist? Traurigerweise ja, da hast du nicht ganz aufgepasst. Aber vielleicht kommt es jetzt für uns zugute. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Ja, und ich habe mir meinen Ruf hier sehr hart daran gearbeitet, ihn zu ruinieren. Viele Leute haben Angst hier vor mir. Das weiß ich. Aber was willst du? Ich möchte, dass du in die Gemächer eines Praioten einbrichst und etwas dort rausholst. Warum sollte ich das tun? Um mir zu helfen. Aus reiner Nettigkeit? Ein Mann, der mich bestohlen hat? Ich schulde dir etwas. Jetzt bin ich aber mal sehr gespannt. Es tut immer noch ganz weh, wo deine Leute versucht haben, mich niederzuschlagen. Als du uns bespitzelt hast. Kann nichts aus meiner Haut. Ich wollte, unvorsichtig. Ich wollte dir nur einen Brief überbringen und dann werde ich angegriffen. Ja, Dinge passieren. Menschen werden angegriffen und gefangen genommen. Ein Praiot. Naja. Mhm. Du sagst mir nicht warum und keine Bezahlung und nicht was. Vielleicht sollten wir das erst einmal abarbeiten. Verhandlungen haben etwas mit Informationen zu tun. Also rück raus damit. Ich kann dir nichts erzählen, Bora. Und dann kann ich dir nicht helfen, Praiodor. Du musst mir aber helfen und musst mir vertrauen. Vertrauen? Du hast mich einmal hintergangen und jetzt stehst du hier und ich sagst, ich soll dir vertrauen? Ich hätte dich damals der Drachengarde ausliefern können. Habe ich das getan? Nein. Es wäre einfach gewesen. Auch Jahre später noch. Dein ganzes Geschäft und dein ganzer Name, den du dir aufgebaut hast, das wäre ohne mich nicht möglich gewesen. Jetzt ein wenig überheblich, dieser Einfluss, den du dir selbst da andichtest, oder? Was soll du ich davon tun? Du weißt ganz genau, dass das möglich gewesen wäre. Ich weiß. Und ich stehe hier immer noch und gehe als freie Frau hier auf und ab, weil das jemand vielleicht so nicht verraten hat, welchen Namen ich mir hier gemacht habe und was ich getan habe dafür. Wir beide wissen voneinander, dass wir speziell sind. Und wir beide wissen, dass wir für die gute Seite arbeiten. Wir glauben es zumindest oder wir hoffen es. Also was ist es und wen bestehle ich? Einen Praioten. Berfried Windmeier. Berfried Windmeier. Und was stehle ich? Du brichst in sein Zimmer ein und sorgst dafür, dass die Wachen dich nicht dabei erwischen. Und dann? Dann suchst du Beweise. Jetzt wird es interessant. Beweise für was? Für Hass, Niedertracht und Verrat. Das ist nicht viel. Also das ist eine ganze Menge. Aber reicht es, um ihn zur Strecke zu bringen? Überleg dir einfach das Größte, mit dem ein Praiot seinen Gott verraten kann. Und suche danach. Das klingt spannend. Das ist spannend. Und leider ist sein Gemach nicht zugänglich für mich.
Erfahrung? Er hegt einen Verdacht. Leider war ich einmal aufgrund der Aktionen deiner Freunde etwas unvorsichtig. Hast du etwa die Finger verbrannt, ja? Seitdem hat er mich auf dem Kieker. Aber dich hat er noch nicht auf dem Kieker. Deswegen ich würde ja auch nur meinen musst Kopf du an die verlieren. Sachen heran und ich nicht. Sollte man mich erwischen. Ich meine, wie du sagtest, mein Ruf ist ruiniert. Eben. Er ist ein relativ hohes Tier hier bei den praiotischen Leuten. Hätte ja keiner nicht der Führungsriege oder so, aber er hat Ambition. Und nach meinem missglückten Auftauchen, naja, seitdem bin ich bei ihm bekannt und das verhindert leider, dass ich so arbeiten kann, wie ich es gewohnt bin zu arbeiten. Deswegen brauche ich dich. Und es gibt nur eine Person, der ich da so vertraue. Ich könnte zig Leute dir benennen, die in ein Zimmer einbrechen können. Selbst hier. Aber keiner ist so gut wie du und keinem traue ich es so zu, dass er eben nicht auffliegt. Du wusstest schon immer, wie man mich neugierig macht, Freyodor. Glaub mir, je weniger du weißt, desto besser. Ich habe dir schon mal gesagt, hier gibt es um eine Sache, die viel größer ist als das, was du denkst. Und ich glaube dir, ich glaube, dass du mich in dieser Sache nicht anlügst. Praios Kirche ist in einem ziemlichen Dilemma. Und wenn das stimmt, was ich glaube, was stimmt, und dieser Mann weitermachen kann mit dem, was er tut, dann wird das Dilemma noch viel schlimmer. Er ist ein Querulant. Er ist viel mehr als das. Es wäre mir eine Freude, die Beweise zu liefern, um ihn zu überführen. Denn dann sind wir uns einig? Ja, irgendwie schon. Aber ich habe dann mehr als etwas gut bei dir. Ich schulde Leuten nicht gerne etwas, das weißt du. Aber in diesem Fall habe ich keine Wahl. Gut. Und die 1000 Goldstücke, die luchse ich dir auch so irgendwann noch einmal ab. Musst sie dir ehrlich verdienen. Das tue ich. Wir haben nicht viel Zeit. Er ist beim Gerichtsprozess. Wir müssen handeln, solange der Prozess noch läuft. Ich sorge dafür, dass hier unten die Wachen die Tür freimachen, sodass du rein kannst, ohne dass du gesehen wirst. Alles Weitere musst du machen. In Ordnung. Und sie nickt ihm zu. Ist bereit. Also, er tut, wie es geheißen, räumt quasi einem lockeren Gespräch über Pfeifen, Tabak die Wachen, die an der Kaserne an der Tür stehen, beiseite, sodass sie euch den Rücken zuwenden und du vorbeihuschen kannst. Und genau das tut sie. Sie huscht an den Wachen vorbei und ganz leichtfüßig versucht sie zum Gemach zu kommen. Findest das Gemach tatsächlich? Und es ist verriegelt und merkwürdig mit einer Art Kerzenwachs versiegelt. Schwierig. Und dann bückt sie sich fast wie eine Katze nach unten und untersucht die Tür noch etwas genauer. Es ist wie ein Siegel, was man nicht brechen darf. Und dann schaut sie sich vielleicht die Scharniere ein bisschen genauer an und den Boden. Versucht auszumachen, wie man da reinkommt
ohne Spuren zu hinterlassen, oder? Wie man die Spuren danach gut verwischen könnte. Ura findet einen Weg in die Tür so zu manipulieren und das Siegel vor allen Dingen zu manipulieren, sodass du hineingelangen kannst. Du hast das schon mal gesehen. Das ist ein weit verbreitetes Utensil, um sicherzugehen, dass niemand in Abwesenheit ins Zimmer einbricht. Du schaust dir das Siegel genau an, machst einen Abzug davon, um es später wiederherstellen zu können und hoffst, dass du im Zimmer genau das Siegelwachs findest, mit dem die Tür versiegelt war. Nachdem sie diesen Abdruck angefertigt hat, bricht sie es spielerisch. Und dann geht leichtes sie hinein. Knistern überzieht Moras Hand, als du das Siegel brichst. Und dann ist die Tür offen. Und ganz leise, katzenartig, schleicht sie in diesen Raum. Schleicht hinein. Im Halbdunkel siehst du eigentlich nichts Ungewöhnliches. Ein Bett, einen Schreibtisch, einen Schrank, eine Truhe. Sie geht zum Schreibtisch und zieht noch einmal die Handschuhe an und untersucht die Papiere, die dort liegen. Im Brevier des Praios, viele Praios-gefällige Schriften und Schriftrollen mit Gebeten und Litaneien, alle in eine ganz bestimmte Richtung. Verurteilungen, Urteile, ganz viele Urteile. Sie versucht sich zumindest Titel, wenn es geht, zu merken. Und sie hält auch die Seiten gegen den Kerzenschein. Meistens hat selbst unsichtbare Tinte einen kleinen Schimmer, den sie hinterlässt. In das kleine Praios-Brevet eingelegt, in einigen Seiten einige selbstgeschriebene Zettel, Namenslisten und selbstgeschriebene Zeilen, Gebete an den Herrn Praios, dass er die Ketzer richten möge. Es sind Hassschriften, jemand hat hier all seinen Hass zu Papier gebracht. All die Namen tauchen auf von der Liste. Einige hohe Beamte erkennt Mora vom Namen her wieder. Sogar Borondria taucht auf. Alle werden mit Verbrechen besehen, die in Moras Ohren oder Augen ziemlich wirklingen. Verrat an der Praios-Kirche. Zu lasches Umgehen mit Verrätern und Ketzern. Dieser Mann ist von Hass zerfressen, so wie es scheint. Sie steckt diese Zettelchen ein. Und dann wird sie vermissen. Findest du die Zettel, sie müssen alle brennen. Sie müssen alle brennen und sterben. Ich werde dafür sorgen, dass sie alle in diesem verdorbenen Land mit dem Hass überzogen werden. Sie werden spüren, was sie getan haben. Das scheint genug zu sein. Und sie sammelt diese Zettel ein. In einer Schublade des Schreibtisches findest du ein kleines Emblem des Praios, eine Sonnenscheibe. Allerdings, das kennt Mora, ist diese Sonnenscheibe anders als die du kennst. Sie ist nicht golden, also sie ist golden, aber sie ist irgendwie angelaufen, als ob sie unglaublich gealtert wäre und vor allen Dingen in der Mitte zerbrochen. Und ebenfalls daneben findet Mora Kerzen. Und einen kleinen Zettel in merkwürdiger Schrift, die sie nicht lesen kann. Das kann ihr Astanio vielleicht erzählen. Dieses angelaufene Symbol. Sie überlegt kurz, ob sie es mitnehmen sollte. Nein, dann nimmt sie noch etwas von dem Wachs. Sie macht einen Abdruck davon. Er würde es vermissen, wenn es hier fehlen würde.
Aber es ist so anders. Das sollten sich die anderen ansehen. Und dann nimmt sie noch etwas Wachs, um beim Verlassen des Raumes das Segel wieder nachzufahren und mit einer warmen Kerze das Wachs zu erwärmen und die Tür wieder zu versiegeln. Vorher hat sie penibel darauf geachtet, dass sie alles so wieder zurückräumt, wie es war. Die Notizen werden fehlen, aber vielleicht fällt es ihm nicht auf. Und dann verlässt sie diesen Ort mit einer Gänsehaut. Bringst wieder das Siegel an, dem Kerzenwachs, den du gefunden hast, und verschwindest. Draußen wartet Priodan. Sie geht an ihm vorbei, als würde sie ihn nicht kennen, und geht erstmal eine Weile, bis er ihr folgt in eine dunkle Gasse. Er folgt. Und dann zieht sie diese Zettel aus ihrem Mantel und hält sie ihm hin. Ich glaube, ich hab, was du willst. Er nimmt sie ziemlich gierig entgegen. Er ist ein Fanatiker, durch und durch. Fanatiker inwiefern? Er will sie alle brennen sehen und sie weist auf die Liste mit Namen. Es gibt niemanden ohne Rang und Namen, der wohl nicht seinen Hass abbekommt. Es steht auch Stanio Amano zu Jannisberg drauf. Oh ja, aber der hat sich so oder so etwas unbeliebt gemacht. Und dann habe ich noch das hier gefunden und sie zeigt ihm den Wachsabdruck von dem Siegel. Hm. Zerbrochenes Praios-Siegel. Vielleicht hat er mit seiner Kirche gebrochen. Was ist denn das hier für eine Schrift? Das weiß ich nicht, aber ich glaube, das werde ich rausfinden. Sie schillert etwas. Moment mal. Er nimmt einen Edelstein aus seiner Tasche und hält den so gegen die Schrift und dreht das Blatt Papier einmal und auf der Rückseite des Blattes erscheint ein Symbol, dass Mora durchaus etwas sagt. Sieht aus wie ein Kreis mit Hörnern und ein Pfeil nach unten. Das Symbol der erzdämonischen Widersachergottheit des Praios, Blackerats. Bei den Zwölfen, entfährt es ihr. Bingo. Das alleine reicht aus, um ihn zu verurteilen. Ja, wir wissen genau, wo er ist. Komm, wir stellen ihn gemeinsam. Nun gut. Komm, wir müssen uns beeilen. Sie nickt und hechtet ihm hinterher. Währenddessen auf dem Gerichtsfeld. Du bist gekauft! Du bist genauso... Dieser ganze Prozess ist ein Farce. Ihr seid alle schuldig. Ihr seid alle schuldig. Ihr könnt nicht einmal die Wahrheit sehen, und wenn sie euch vor Augen tanzt, gerade das und wer genau Verteidigung bist du? Führt. Es spielt mein Name für eine... Wenn du solche Anschuldigungen gegen mich, den hier alle kennen, aufführst, dann würde ich doch schon gerne wissen, wer das ist, der mir so etwas vorwirft. Windmeier. Und er stößt so mit dem Stock so auf den Boden. Jeder hier in diesem Prozess hat gesehen, wie sehr ich mir wünsche, dass diese Frau auf dem Scheiterhaufen landet. Diese Frau und ihr Herr, die Anhänger dieses verrückten, tödlichen Glaubens haben dafür gesorgt, dass meine Familie gestorben ist. Meine ganze Familie, und du willst mir sagen, ich wäre gekauft. Ich ziehe mein Schwert und gehe auf ihn zu. Jandrik, es knistert um Jandrik herum. Und Astanio sieht deutlich, dass sich die Luft um Jandrik etwas verfärbt. Astanio schreitet auf Jandrik zu. Und bevor Jandrik da irgendwas machen kann, nimmt ihn einfach in den Arm. Da, seht ihr die Verbrüderung? Seht ihr die Farce? Seht ihr das gesottene Spiel? Astanio merkt jetzt auch das Geknistert. Astanio wird ebenfalls umschlungen von diesem Geknistern. Jandrik steht einfach nur noch da. Er kann nicht mehr. Muss ich.
Er weiß nicht, er weiß nicht mehr. Er tut gar nichts. Das alles, ihr seid so von Mersing, ein Hochadeliger, der hier nur in dieses Land kommt, um gemeinsame Sache zu machen mit den Dienern der dunklen Mutter. Ich, der Einzige hier, der noch die Wahrheit sieht, ich werde euch alle, die ihr hier seid, richten. Die Golgariten rücken jetzt so in seine Richtung. Nein? Willst du mich aufhalten, Verräter? Willst du einen wahren Diener des Praios irgendetwas sagen? Du abgefallenes Stück Dreck. Dein Hass macht dich blind. Es geht nicht um Hass, es geht um Gerechtigkeit und Wahrheit und um die Sonne. Es geht um die Sonne, in der du dich unwohl fühlst, nicht wahr? Nein. Ich zeige dir jetzt ganz genau. Ich zeige dir ganz genau, wo dein Weg hinführt. Und er richtet seinen Sonnenzepter auf Astanio und beginnt zu murmeln. Jetzt reißt sich Jandrik endlich los. Er war so überrascht davon, dass Astanio ihm schon wieder in die Parade fährt, ihm schon wieder daran hindert, das zu tun, für was er hier ist. Aber jetzt spielt es keine Rolle mehr. Jetzt geht es hier um Leben und Tod. Und er reißt Astanio zur Seite und springt auf den Mann zu. Springst von dem Podest herunter über die Golgariten, die dazwischen sind? Auf jeden Fall zwischen Astanio und diesen Strahl, der da kommen soll. Genau, es kommt kein Strahl. Aber als du den Boden berührst und dein Schwert auf den Mann richtest, manifestiert sich zwischen euch beiden eine merkwürdig grotesk aussehende, wirklich widerlich in schwarze Schleier gehüllte Gestalt. Über den Zuschauern verzieht sich die Praios-Scheibe hinter eine dicke Wolkendecke, als dieses passiert. Es wird dunkel. Und zwischen Jandrik und diesem Praios-Diener steht eine mehrarmige Gestalt, die kleine Puppen an Fäden an ihren Extremitäten hat, die vor Jandriks Gesicht hin und her tanzen. Im Namen Borons, du wirst keinen Schritt weitergehen, du Monstrum. Das ist der Moment, in dem Mora mit Priodan den Platz erreicht. Bei den Zwölfen kommen wir zu spät? Da hinten ist er. Verdammt. Sie hechtet denen entgegen, beobachtet die Situation. Nicht nur ihn, nicht nur diese Gestalt vor ihm, sondern auch die Prioten um ihn herum. Gibt es da eine Möglichkeit, einfach von der Seite entgegenzustürmen, da durchzukommen? Ja, kannst du durchaus dadurch schwimmen. Die Leute sind ziemlich perplex und schauen gerade mit offenen Augen. Sie achten gar nicht darauf, dass irgendjemand da läuft. Ich glaube, keine Zeit für Verhandlungen, ruft Mora nur und hechtet weiter auf diesen Mann zu. Und lässt den Dolch, den sie in dem Ärmel versteckt hatte, nun hervorgleiten und zieht ihn. Und immer weiter auf diesen Mann zu. Die merkwürdige Gestalt mit den Puppen grinst Jandrik an und irgendwas spricht in Jandriks Kopf. Dieser Prozess ist die Nahrung, die ich brauche. Danke dir. Den Hass und die Rache, die du hier auslösen möchtest. Und Jandrik denkt, der dumme Narr, siehst du nicht, dass dieser Hass deine Eltern nur eine Scharade ist. Ich räche deine Eltern. Ich sorge dafür, dass alle diese Ketzer brennen. Und Jandrik richtet sein Schwert auf das Geschöpf und dann lächelt er und dann ruft er laut,
Meine Eltern sind gestorben in diesem Land. Sie sind gestorben und hingerichtet worden von den Schergen Borbarats. Sie haben sie getötet und viele anderen auch. Und ja, in meinem Herzen kocht deshalb Hass und ich will, dass sie dafür bestraft werden. Aber... Und dann lässt er sein Schwert fallen. Nicht so. Töte mich, wenn du es kannst. Ich habe noch so viel anderes mit dir vor, wenn du tot bist. Ich nehme die Einladung. Ich habe keine Angst vor dir. Boron ist mit mir. Boron wird mich führen. Einige vor dir und deinem Hass habe ich keine Angst. Einige der Fäden, die aus den Puppen herauskommen, schlingen sich nun Richtung Jandrik. In dem Moment erreicht Mora den Rücken des Prioten. Sie springt. Sie hat keine Zeit, stehen zu bleiben. Sie springt auf ihn. Und versucht ihn zu packen, reißt den Dolch hoch und sticht zu, in den Hals, wenn es geht. Mhm. Der kann dagegen nichts tun, war gerade gefesselt von dem, was da gerade vor Jandrik passiert und sackt erstmal unter der Schwere von Mora und unter dem Stich zusammen in den Staub. Astanio steht am nächsten noch dran und sieht, wie sich diese dämonischen schwarzen Fäden Richtung Jandrik, der sich ergebend in einer Pose der friedvollen Ergebenheit vor diesem Dämon befindet. Kann er jetzt handeln. Wer soll handeln? Astanio, Entschuldigung. Kann noch am ersten handeln. Astanio wird langsam auf Jandrik zugehen und ihm seine Hand auf die Schulter legen und ihm einfach nur sagen, du bist nicht allein. Du bist niemals allein. Und mehr tut er nicht. Da ist er ja. Er hat sich mir weggenommen, aber jetzt kommst du freiwillig zu mir. Sehr schön. Lena tritt von hinten an die beiden Herren ran und legt ihm die Hand auf die Schulter. Sie sind nicht allein. Was wollt ihr tun? Geh fort, Dämon des Hasses oder was immer du bist. Du bist hier nicht gebraucht. Wir sind nicht in dieses Land gekommen, um Rache zu üben. Wir sind nicht gekommen, um alte Rechnungen zu begleichen. Wir sind gekommen, um das Gute zurückzubringen. Wir sind gekommen, um Gerechtigkeit zu bringen und dieses Land wieder fruchtbar zu machen. Dein Hass hat hier nichts zu suchen. Mein Hass ist allgegenwärtig. Ja. Geh fort. Verschwinde, du Besen des Hasses. Wir brauchen dich hier nicht, wollen dich nicht. Hinter der schwarzen Gestalt schreit nun der Praios-Geweihte mit lautem Gestöhne unter Moras Stichen laut auf. Dann ruckt die dämonische Gestalt bei sie zusammen. Soße, sag mal, was ist passiert hier? Geh fort, Dämon. Hier wirst du deinen Hass nicht finden. Geh fort, soweit du nur kannst. Denn wir werden dich vernichten. Den Hass, den du ausdrückst, werden wir austilgen aus diesem Land und aus ganz Aventurien. Verschwinde, du bist nicht mit den Göttern. Der Praios-geweihte Lud stellt sich hinter Jandrik, hat Osko am Arm gegriffen. Bruder Osko, hilft mir. Ja. Ein Gebet für die Zwölfe. Wir bannen diesen Dämon weg. Ja. Und Osko reißt sein Buch hervor. Wirklich in einer fließenden Bewegung schlägt er die schweren Seiten auf und rezitiert einen Dämonenbann. Magst du ihn rezitieren oder sagst du? Du musst ihn erstmal suchen. Dann rezitiert Osko
während Mora ein zweites Mal auf den Prajoten einsticht, der nun nochmal ein deutliches Röcheln von sich gibt. Sie hat sich quasi fast schon in ihn verbissen, verkeilt und reißt den Dolch heraus und sticht einfach nochmal zu. Das Blut spritzt sie ins Gesicht, aber sie ist blind dafür. Sie will ihn einfach nur stoppen, aufhalten, damit er keinen Schaden seinen Freunden anrichten kann. Unter den Beschwörungen von Osko und Bruder Lut und unter den friedvollen Gesten von Astano, Jandrik und Illena wird dieser Dämon kleiner und kleiner und zieht sich dann zurück, richtet seinen Blick auf Mora. Die sitzt keuchend jetzt mittlerweile auf dem leblosen Körper des Prajoten, umringt von seinen Brüdern, schwer atmend, aber sie sieht diesen Dämon nicht. Nein! Und es macht einen großen Puff und eine Explosion, die alle zur Seite fegt und einen kleinen Sog verspüren dann alle, als sich ein schwarzes Loch im Boden manifestiert und diese merkwürdig groteske Gestalt einsaugt. Und dann wird die Praios-Schreibe freigegeben von den Wolken am Himmel. Einzige, was ist, ist Mora, die über dem Praios-Geweihten kniet, mit dem blutigen Dolch, umrundet von all den anderen Praios-Geweihten, die apathisch gegen die Praios-Scheibe erst schauen und dann auf sie. Die Golgariten mit ihren Speeren, ganz perplex. Und Jandrik, Osko, Astani und Illena, die Mora mit dem blutigen Dolch nun das erste Mal sehen können, weil sie vorher verdeckt war von der unwirklichen Gestalt. Jandrik reißt die Augen auf. Schwer atmend kniet sie dort auf dem Toten. Er rennt auf sie zu. Ich was? Kann das erklären. Bei den Göttern, was? Der ich kann Gnick das erklären. Sie hat den Bruder getötet. Und sie dreht in einer unglaublich geschmeidigen Bewegung nun die Klinge des Dolches von der Rückhand auf die Vorhand und geht in eine abwehrende Haltung. Ich kann das erklären. Er war korrumpiert. Er war ein Anhänger des Blackerats. Ich habe Beweise. Jandrik greift ihr in die Hand. Senk sie. Du hast Beweise, ich bin mir sicher. Aber senk sie die Waffe. Senkt sie nur ein wenig. Und dann greift sie in ihren Mantel mit Fingerspitzen, blutbefleckten Fingerspitzen, holt sie dieses Stück Papier heraus, in diesen krummen Lettern geschrieben und hält es für jeden sichtbar vor sich. Das ist der Beweis. Er war ein Anhänger dieses Dämons. Er hat kein Wort in Praios Namen gesprochen. Das schwöre ich. Das schwöre ich bei den Zwölfen. Jandrik, nimmt ihr sacht das Papier aus der Hand. Woher hat sie das? Hat sie das her? Er geht auf den vernünftigen Praios-Priester zu. Auf Lut, ja. Auf Lut. Und gibt es ihm. Pamphlet des Blackerats. Woher hat sie das? Und Mora saugt die Luft ein, schaut über die Schulter. Ist Praiodor doch dort noch irgendwo zu sehen? Nicht mehr zu sehen. Das dachte sie sich natürlich. Die Menge dann murmelt, Amazonenassassine, Amazonenassassine. Sie nimmt den Dolch runter. Ich habe es aus seinen Gemächern. Es war in seinen Unterlagen. Ich habe noch viele andere Beweise dort gefunden, dass er jedem rechtschaffenen, 12 Göttergläubigen, jedem Mann und jeder Frau hier den Tod an den Hals gewünscht hat. Ein hartes Urteil. Und ich wusste, dass es nicht lange dauern würde, dass er ganz verfallen sei. Und sie lässt in dem Moment den Dolch aus der Hand fallen, auf dem Boden klirrend, und hebt die blutbeschmierten Hände. Jandrik, Eichblatt,
Kennt ihr sie? Ja. Das ist Mora Walrend, eine treue Gefährtin von mir. Nehmt sie in Gewahrsam, wir klären das später. Wir müssen diese Menge hier auflösen. Wenn sie sagt, was sie sagt, dann ist es die Wahrheit. Ich bin mir sicher. Ich weiß. Vertraut mir. Vertraut dem Götterfürsten. Wir haben alle gesehen, was hier passiert ist. Hendrik blickt ihm in die Augen. Gut, ich werde euch vertrauen. Dann dreht er sich um, geht langsam auf Mora zu. Komm, wir gehen. Sie steht vorsichtig auf. Immer noch unter den Augen aller Prioten um sie herum. Ja. Und bewegt sich fast in Zeitlupe. Greift und geht mit sie Jendrik am Arm, sodass es aussehen könnte, als würde er sie festhalten. Aber der Griff ist sanft. In keiner Weise hart. Und dann führt er sie scheinbar fort oder ab. Das kann jeder für sich interpretieren. Und mit dieser Szene verlassen wir die Rabenmark. Für heute. Woohoo! Und noch ein Prozess. Geile Aktion. Ich töte auch Prioten. Einfach mal so. Sehr schön. Sehr schön. Es hat jeder gesehen, dass der Dämon diesen Priotenmeister genannt hat. Er das hätte auch zum Mora-Meister sein können. Die waren ja beide aufeinander. Also. Naja, es war halt ein Meister, nein. Und wenn der Dämon daraufhin verschwindet, hat er keinen Anker mehr in der Welt. Da werden manche Leute halt so die Magier vielleicht da wissen, was es ist. Ihr habt ja gute Beweise. Also es ist ja nicht so, dass ihr nichts habt. Gut, unterhaltet mal kurz die Mengen. Ich muss ganz, ganz schnell Tee wegbringen, aber dann. ja. Alles klar. Ja. Valinö im Chat. Dankeschön. Ja, das ist eine Runde, da kann ich mich nur anschließen. Oh, das wäre echt schwierig, ne? Ja. Bravo, Leute, bravo. Ja, ey. Ja, wir haben uns schon wieder selbst übertroffen. Riesen Respekt, ey. Auch, also, Ozzy, Marot, wow. Geil, ja. Sehr geil. Ja, das hatte ich noch nie. Ich habe noch nie so spielen müssen, dass ich etwas machen muss, um was anderes damit zu erreichen. Ja, also, dass ich quasi falsch argumentieren muss. Das war echt nicht einfach. Heilige aber Scheiße. Es ist dir sehr gut gelungen. Du hast trotzdem stringent argumentiert. Das war gruselig. Ja. Das war richtig gruselig. Ja. Oh ja, das hätte ich nicht. Ich will nicht wissen, wenn du für ihre Hinrichtung argumentiert hättest. Ja, das wäre so einfach gewesen. Das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Ich hätte die einfach in Zeugenstand geholt und sie hätte sich selber auf dem Scheiterhaufen gesetzt. Ja, oh, da bin ich aber ganz schön sicher. Ja. Ich habe kein Scheiß, das ist das erste Mal, dass ich mir für eine Rollenspielrunde Texte vorgeschrieben habe. Alles gut, alles gut. Ja. Mega. Besonders diesen Teil, weil ich wusste ganz genau, dass irgendwann das wahrscheinlich aufkommen wird mit der Blutmagie etc. Genau, den Teil von Osko, der ist komplett ausformuliert hier auf dem Zettel. Ja. Krass. Ja, spannend. Oh, das war auch euch spannend, die ganze Zeit zuzuhören. Also ja. Das war es unglaublich. War so, also durchgehende Anspannung auch irgendwie die ganze Zeit da. Ihr habt das mega gemacht. Mega. Ich sag nur eins, ich werd niemals Verteidiger oder sowas. Das werde ich du niemals. Du hast das super gemacht. Also wirklich. Ja. Aber ich wäre auf manche Sachen, ich hätte es nicht ansatzweise so machen können, wie ihr das gerade getan habt. Ich wäre auf manche Sachen gar nicht gekommen. Argumente. Oh, ja. Man hat auch echt gemerkt, dass diese Dynamik, die ihr jetzt über 24 Folgen aufgebaut habt, dass die noch so knisternd im Hintergrund mitgeschwungen hat und dass das echt gepasst hat irgendwie. Mhm. Und auch, was Marot ja gerade sagte, mit dem ich was anderes wollen, als das irgendwie gerade dann auf diese letzte Szene zugespitzt irgendwie so. Ich weiß jetzt, wie ich sie voll in die Pfanne hauen kann, aber ich brauche jetzt was anderes. Genau. Ja. Genau das wollte ich dir halt geben an der Szene, weil ich das gemerkt habe, irgendwie auch, dass so ein bisschen schwierig hat. Aber das ist immer das Schönste, wenn man da so auf eine Szene kommt, wo das dann geht. Ne? Ja. Und Astanio hat da auch
perfekt mitgespielt und dir das, die das gegeben. Ja. Genau, und so kommt jetzt auch, so kommt jetzt ein bisschen des Sideplots auch zusammen. So. Ja. Jetzt habt ihr den Dämonenmalverteiler bei Astanio gestellt und gerichtet quasi. Also Moratin gerichtet. Ja. Ja, das Problem ist nur, die Gerüchte der Amazonen-Assassinen sind jetzt nicht gerade. Es sind keine Gerüchte mehr. Absolut nicht. Aber auch das passt ja zu Moras Charakter. Sie ist ja nächstes Jahr auch immer mit diesem Habt Angst vor Mora-Ding. Das ist ja ständig da. Und das wird halt doch so bleiben. Jetzt weiß man es halt. Wir wissen alle mit eigenen Augen, dass sie einen Prajoten getötet hat. Ja, es war kein Prajot mehr. Seit längerem schon nicht mehr. Ja, und es ist ja jetzt auch ein, also da müssen wir jetzt auch nicht groß viel nochmal draus machen. Irgendwie ich wollte gerade sagen, bitte nicht noch ein dritter Prozess, den halte ich nicht aus. Nee, es ist so. Sie rehabilitiert ist sie dadurch. Aber, oder sagen wir es mal so, wenn ihr einen Prozess macht, ich bin nicht Verteidiger, Ankläger, Angeklagter, ich bin bitte einfach mal ausnahmsweise Zuschauer. Aber die Sache ist ja eindeutig, da muss man ist ja eigentlich gar nicht. Ja. Also Mora hat ja so viele Beweise gesammelt und so und ja. Und man hat es ja auch gesehen. Das war ja offensichtlich. War sehr, sehr cool. Irgendwie, schade, dass Osko dieses Ding noch nicht parat hat, aber vielleicht sprichst du es irgendwie für die Podcast-Version nochmal ein. Ja. Das kann ich machen, ja. Dann haben die Leute auch nochmal was, dass sie sich auf den Podcast freuen können. Ja. Übrigens, Comic, vielen, vielen Dank für den Sub und für den Follow. Gerade irgendwie neu reingekommen anscheinend und direkt mal beides da gelassen. Scheint dir gefallen zu haben. Finde ich gut, danke. Ja. Alle haben gesehen, wie sie zugestochen hat. Ja, das auch, aber. Nee, also das ist halt so ein bisschen so für, also es ist schon eine coole Mora-Szene gewesen, so den Prajoten abzustechen in der Gruppe von Prajoten. So. Ja, vor allen Dingen einfach so ich stelle mir halt vor, alle haben so sich in seine Front, also die Aufmerksamkeit war ja vor ihm mit diesem, und sie kommt einfach von der Seite durchgelaufen als kleine, bändige Frau, springt ihn an, zack. Ja. Also, richtig. Ja. Wir haben auch eine ganze Ecke überzogen, vielleicht haben wir das am Anfang ein bisschen zu ausführlich gemacht, irgendwie was hier, aber ich fand auch die einzelnen Szenen auch alle noch irgendwie ganz wichtig. Oh ja. So, aber ja, perfekt. Also es war wirklich eine schöne runde Folge, finde ich. Ja. Ja. So. Nein, also bei Ozzy war ein bisschen so das Meta-Wissen ein bisschen wenig, aber das haben wir ja gut überspielt, aber das passiert halt manchmal, wenn man sich in Aventurien noch nicht so genau auskennt. Und es passt ja auch zu Astanios Wissen generell, was er nicht genau weiß, was jetzt wie wo passiert ist. Ja, vor allen Dingen, wie gesagt, er hat ja jahrelang hinterm Wall quasi verbracht und das nicht mitbekommen. Und dieser Schnitzer quasi seine auf diese Ruhezahl-Sache zu bauen als Argumentation und dann zu merken, okay, das ist. Es funktioniert nicht. Ja, das war aber auch genial. Also ich fand das auch genial, das Mittel zu sagen, Mist, es gibt Dinge, die du einfach nicht mitbekommen hast in den letzten Jahrzehnten, fast ja schon, in den letzten Jahren. Ja. Und es ist daraus ja auch die Kronzeuginnen-Sache noch geworden. Das heißt, ganz es hat aber mehr Wert. Aber ganz ehrlich, den Strohhalm musste ich mir nehmen, weil tatsächlich, es war alles auf, also meine ganze, im Grunde das ganze Endplädoyer war eben auf diesen Präferenzfall ausgelegt. Weil die gute Scharlachkraut viel schlimmere Scheiße gebaut hat eigentlich und die nur in Anführungszeichen rehabilitiert wird. Die hat nach ihrer Rehabilitation noch viel schlimmere Scheiße gemacht. Ja, war die. Das wusste ich halt nicht. Also. Ist das nicht die Scharlachkraut, die auch jetzt gerade sich an den Kindern gütlich tut? Mhm. Mhm. Ganz genau. Ich wollte sagen, das ist doch gerade die Kinder da geritzt hat. Gezeichnet hat. Deswegen meine ich ja, dass es, und meines Wissens nach war, deswegen hatte ich hatte das ja auch geschrieben, ob ich das überhaupt benutzen darf oder ob das schon zu sehr ist. Ja, ich wusste halt nicht genau, was du weißt und was nicht. Ne? Ich habe halt deswegen. Ja, ich wusste, doch, wirklich gut, nur den, ich wusste wirklich nur den Part, wo sie dann sozusagen von Ruhezahl abgeführt worden ist und dann in so eine Rehabilitierung. Ne? Ja, genau. Okay. Und dann so eine Art Rehabilitierungslager oder was weiß ich, was das war, reingekommen ist. Und,
Das wusste ich, aber mehr wusste ich von der guten Frau nicht. Ja, die ist auch irgendwie, die hat die Baubaratkirche mit Xeran, also es ist dieser bucklige Magier, den er auch aus der G7 kennt, der auch ja in Astanios Prelude aufgetaucht ist. Dieser bucklige Magier, der... Bei Elena war er auch wieder da. Ja. Das kleine bucklige Vieh? Genau, der hat diese Kindersoldaten geschaffen, genau. Ja. Also mit Xeran zusammen hat sie die Baubaratkirche gegründet. Ja. Ups. Toll. Dafür hast du dann halt die Angeklagte gehabt, die dich aufgeklärt hat. Ja, also dafür irgendwie, dass sie, die war ja halt Mitglied der Baubaratkirche, das heißt, die weiß sowas halt dann. Ja. Aber ist doch gut, wie es jetzt ausgegangen ist. Ja. Ja, also war sehr cool. Auch der Chat, dem hat es, glaube ich, auch ganz gut gefallen, was ihr gemacht habt. Applaus auch hier von Ariakos und Tengil und so erstmal sacken lassen. Großes Kino. Ja. Schön gemacht und dann können wir in der nächsten Folge dann auch mal weitergehen Richtung Osten und den großen Plot ein bisschen weiter spinnen, jetzt wo wir den Sideplot mit dem Dämon und mit Moras ehemaligen Bekannten ein bisschen aufgelöst haben. Was? Bitte? Ich glaube, das war ein Niesen. Das war nur so ein Niesen. Das war einfach, ich hatte irgendwas Kratzen im Hals. Ja. Genau, da haben wir das ein bisschen aufgelöst und das war ja auch mal nötig dann jetzt. So, dass das irgendwie alles auch mal ein Ziel bekam und das passt jetzt auch schön irgendwie mit dem, der Dämon kam durch den ersten Prozess in die Welt rein und ist durch den zweiten Prozess jetzt gebannt worden. Das ist auch ein super, super Song, super Ding gewesen. Ich hatte tatsächlich im ersten Moment Angst, dass du jetzt Jandrik den Dämon auf dem Hals hältst und dass der jetzt den Punkt bekommt. Das war, glaube ich, wäre möglich gewesen. War so ein bisschen der Plan. Aber das war ja das, was Jandrik gleich gesagt hat, dieser Hass hier ist nur eine Scharade. Ja, also das ist ja, deswegen war Jandrik ja auch so perplex, als du ihn da plötzlich in sein Schauspiel reingesprungen bist, weil er ja eigentlich diesen Typen noch mehr anhetzen wollte, um den zu offenbaren. Und deswegen war Jandrik dann, okay, ich mache jetzt gar nichts mehr hier. Ja. Bei Jandrik war es aber auch nicht klar, ist es jetzt Schauspiel oder rastet gerade aus? Ganz ehrlich, das ist ja das Interessante an Jandrik. Ja, natürlich, aber das war dann in dem Moment, dann erzählt Koali von irgendeinem schwarzen Rauch, der dich umgibt und bei mir so, oh scheiße. Nein, das hatten wir schon mal, wir können wir nicht diesen komischen Seelensammler benutzen. Ich hab auf die Szene gewartet, wo du deinen Zauberstab dann nochmal benutzt jetzt. Da habe ich tatsächlich schon eine Idee, wann ich den benutze und wie und wo. Ah, okay. Gut. Ja. Dann wollen wir auch so alle gespannt, wann das passieren wird. Ja. Na, für Jandrik war diese ganze Sache ja eine eigene Katharsis. Ganz stark darum, weil in der Vorfolge hat diese Bürgermeisterin ja was gesagt, was ihn hart getroffen hat. Nämlich, kannst du sagen, dass du hier unschuldig bist und nichts Schreckliches getan hast? Nein, kann er nicht. Und das nagt an ihm. Und dieser ganze Prozess war so ein Streit mit sich selbst, weil ein kleiner Teil von ihm ja sehr wohl Rache will. Mhm. Aber er hat es total übertrieben, um es deutlich sichtbar zu machen, wie falsch das ist. Ja, und in ihm drin ist aber dieses kleine Ding gewesen, dass das aber auch will. Ne? Deswegen kam es auch so einfach. Das, deswegen fiel es ihm ja einfach. Und deswegen war auch die Konfrontation mit dem Blackerats-Dämon ja auch jetzt so interessant. Irgendwie auch dann, wie Jandrik dann darauf reagiert hat, weil dann hatte, das ist dann die ultimative Überwindung des inneren Zwistes. Ne? Der Dämon bietet ihm an, ich kann deinen Hass Wirklichkeit werden lassen. Jandrik lässt seine Waffe fallen. Genau, du lässt seine Waffe fallen. Genau, deswegen, das fand ich auch so eine runde Sache, auch für diesen Teilplot irgendwie. Weil wir haben jetzt ja die letzten Folgen auch immer gesehen, auch in Auseinandersetzung mit Astanio und mit Mora, dass Jandrik ja so in sich zerrissen ist die ganze Zeit. Tut dieses Land nicht gut. Das ist das Problem. Genau, und das ist jetzt so, das ist jetzt vielleicht auch so eine Art Fortschritt für Jandrik. Schauen wir mal. Mal gucken.
wie er jetzt damit klarkommt, dass Morabrei aus geweihte schnetzelt. Ganz ehrlich, ich glaub, keiner in unserer Gruppe weint einem Brei aus Geweihten so sehr nach, würde ich was jetzt mal so sagen. Bruder Lut hat auch toll ihr Leben heute riskiert, um einen richtigen Brei aus Geweihten zu beschützen, aber naja, den halt nicht, ne? Ja. Ich hab mir auch heute Mühe gegeben, mal einen vernünftigen Brei aus Geweihten noch da auftauchen zu lassen. Ja, das war sehr schön. Das wurde auch vom Chat jetzt gewürdigt, dass da einer mit Verstand bei war. Nicht alle sind total verblendet. Ich glaube, das tut aber dann auch mal ganz gut, wenn man die ganze Zeit auf der Preiskirche rumhackt. Das muss man ja auch mal sein. Ja. Ja. Ach ja. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr mitgespielt habt und das so grandios alles gemeistert und gemacht habt. Da muss ich gar nicht viel tun. Euch nur anstupsen und dann kommt da schon sehr viel tolle Sachen von alleine raus. Und vielen Dank an den Chat und an die Leute, die zugucken. Wenn ihr das später schaut, hinterlasst uns doch einen Kommentar unten drunter. Und sowas wie der Gevatter gerade, vielen Dank und so, ne? Und Daumen hoch, freuen wir uns auch drüber. Danke auch nochmal an die Leute, die heute subscribed haben, auch wenn das auf diesem Kanal, mich immer noch ein bisschen, ich bedanke mich da auf jeden Fall drüber, aber wie gesagt, es kommt nur einmal die Woche Content. Aber ich freue mich darum umso mehr, dass ihr hier eure Prime-Sachen hier lasst. Wenn ihr davon einen überhabt und nicht wisst, wohin damit, immer gerne. Also. Okay, dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Hoffentlich bleiben wir alle gesund. Ja, passt klar auf euch auch da draußen und tschüss. 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 Oh, schade. Schon vorbei alles, aber du kannst dir auch andere Sachen anschauen. Oder